Pereine zum Gruße, meine Freunde. Ich bin Osko. Und das ist meine Gruppe. Ich weiß, wir haben alle unsere Ecken und Kanten. Und manchmal tun wir Dinge, die euch nicht gefallen werden. Und wenn es euch nicht passt, dann macht eine Pause. Den Rest von euch lade ich ein, uns auf unserer Reise zu begleiten. Doch achtet bitte auf euch. Die Ramag ist ein Land voller Schrecken. Und solltet ihr dafür nicht bereit sein, dann bleibt lieber hier. Der Rest folgt mir. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen wieder DSA in einer speziellen Variante aus Aventurische Meisterschaft. Und wir spielen die Splitterdämmerungskampagnen-Zyklus-Bände, keine Ahnung. Also das Abenteuer Träume von Tod. Wir freuen uns, dass ihr alle da draußen wieder eingeschaltet habt. Und dass wir endlich wieder spielen können. Und zwar heute auch in voller Besetzung. Heute ist nämlich der Marot wieder mit dabei als Jandrik der Golgarit. Hallihallo. Und ebenso dabei die Sierra als Mora die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend. Und der Ozzy als Astanio der Weißmagier. Servus. Der Kakko spielt mit als Osko, der Pereine Novize. Pereine zum Gruße. Und last but not least, die Amazone Elena wird gespielt heute auch wieder von Elanor. Randa zum Gruße, meine werten Kämpferinnen. Ja. Schön, dass wir uns wieder vollzählig hier versammeln können. Wir werden gleich auch erfahren, was Jandrik erlebt hat. Während wir beim letzten Mal ja Osko, Astanio, Elena und Mora verfolgen konnten. Und kleiner Hinweis nochmal für alle, die zufällig reinschalten oder das erste Mal hier reingeklickt haben. Wir sind schon in Folge 18. Ich hoffe, dass man trotzdem auch in jeder Folge ganz gut mit reinkommt. Ich versuche am Anfang ja immer ein bisschen noch zusammenzufassen. Und wir spielen hier möglichst immersiv für uns selbst. Das heißt, es könnte sein, dass wir... Draußen ist schon wieder Randale. Dass wir gleich nicht auf den Chat eingehen können. Also ich lese den natürlich mit und so. Aber nehmt es uns nicht übel, wenn wir da nicht antworten auf Fragen oder so, die ihr natürlich gerne stellen könnt. Könnt ihr euch natürlich auch untereinander wieder beantworten, wenn ihr da Besseres wisst. Mit Ausrufezeichen und Charaktername könnt ihr auch nähere Infos zu den Charakteren irgendwie erfahren und Ausrufezeichen für die Spielernamen zeigen euch noch weitere Social Medias, Links. Ozzy, Marot, Kakko, Sierra und Elanor haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen, die man sich mal zu Gemüte führen könnte.
Und ich habe auch gehört, zum Beispiel, der Marot hat ein neues Schnittprogramm für seine Hörspiele. Und der macht jetzt noch mehr Content, weil das viel schneller geht mit dem neuen Programm. Ja, tatsächlich doppelt so schnell. Ich bin ganz erstaunt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin sehr gehypt im Moment und schneide wie verrückt. Mal schauen. Ja, also wenn ihr dann euch die Wartezeit auf die nächste Folge verkürzen wollt, dann schaut da mal rein bei ihm. Ansonsten auch alle Links auf YouTube natürlich unter dem Video später. Aber gehen wir jetzt mal zurück in das, was wir hier machen. Wir spielen in Aventurien und zwar in der Rabenmark. Das ist die Rabenmark. Und wir befinden uns gerade im kleinen Dorf Geisfeld. Das findet ihr ziemlich mittig, etwas weiter links von der Mitte an der Hauptstraße entlang gehen, Richtung Todeswall, das ist die gestrichelte Linie. Da ist ein Dorf namens Geisfeld. Und ja, das ist schon eine kleine Stadt, schon weniger ein Dorf, es ist eine kleine Stadt. Unsere HeldInnen haben den Auftrag bekommen, von der westlichen Seite der Rabenmark, denn die Rabenmark ist in zwei Teile geteilt, in Ost und West, nach der Borbarad-Krise. Der östliche Teil ist besetzt durch Tagunitot-Anhänger, also Anhänger der Todesgöttin oder Todesdämonin. Und der westliche Teil ist natürlich durch die kaiserlichen Truppen gehalten. Und die Ostrabenmark soll zurückerobert werden und unsere HeldInnen sollen dem Heer einen Weg bereiten. Und das versuchen sie nun auch zu tun. In Geisfeld wird es etwas schwieriger sein als in ihrem eigenen Heimatdorf, was sie schon befreit hatten. Denn hier scheint es den Leuten sehr, sehr gut zu gehen. Sie haben Essen in Hülle und Fülle und eigentlich keinen Grund zur Beschwerde. Auch der örtliche Gaukler, der hält sich hier ziemlich gerne auf, mit dem ihr euch auseinandergesetzt habt beim letzten Mal. Das einzige kleine Wermutströpfchen, was passiert ist, ist, dass Barbaren wohl den Ort heimsuchen. Aus dem Trollzacken, dem langen, großen Gebirge hinunter ins Tal hinunterkommen und die Städte und Dörfer überfallen. So auch wohl das Dorf. Und ja, man hat den letzten Angriff zurückgeschlagen, Gefangene genommen, die ihr auch gesehen habt. Und anscheinend gab es dann in der letzten Session auch nochmal eine große Auseinandersetzung, bei denen ihr der Stadt nochmal geholfen habt, also mehr aufgrund, dass ihr euer eigenes Leben schützen wolltet, als aus Idealismus einen weiteren Angriff zurückzuschlagen. Genau, und Jandrik hatte sich beim letzten Mal am Anfang von der Gruppe getrennt. Er hatte seinen eigenen Gedanken nachgehangen, nachdem er beim vorletzten Mal ein Blutopfer miterleben musste, einer Ziege, zugunsten eines merkwürdigen aussehenden Altars. Und da musste er schon ordentlich die Faust in der Tasche ballen, um diese Blutopferei da irgendwie über sich ergehen zu lassen und nicht sofort alle Beteiligten einen Kopf kürzer zu machen. Und sind dabei so verblieben, dass er sich dieser Situation, dass er gerade nicht ganz zurechnungsfähig ist und nicht ganz gesellschaftlich auf der Höhe ist, dass er sich dessen wohl be bewusst war und die anderen mit einer ganz kurzen Erklärung, ich kann gerade nicht, ich geh mal schon mal vor und suche mir einen eigenen Weg, um mir noch ein Bild davon zu machen, was hier alles passiert, in die Büsche geschlagen hat. Und Jandrik wäre nicht Jandrik, der spionische Golgarit, wenn er da nicht Möglichkeiten gefunden hätte, sehr schnell außer Sicht und außer Hörreichweite zu kommen. Und so haben Elena, Mora und Oskar und Astanio beschlossen, alleine in die Stadt vorzudringen. Und Jandrik ist auf eigenen Faden durch die Weinberge und Obstplantagen geschlichen und hat sich der Stadt genähert. So viel als kurze Zusammenfassung für euch, falls ihr die letzten Male verpasst habt. Hier noch irgendwas hinzuzufügen? Nö, okay. Dann sammeln wir uns kurz und dann gehen wir in die Rabenmark hinein und schauen mal, was uns heute so alles passiert.
Knöpfe drücken. Es ist Winter, immer noch Winter in der Ostrabenmark. Schnee liegt auf dem Boden, Schneematsch. Und ein kalter Wind weht durch die Apfelhaine, durch die sich Jandrik gerade bewegt. Immer auf die Stadt Geisfeld zu. Schon in Sicht der große, relativ neu aussehende Palisadenzaun um die Stadt herum. Die Dächer der Stadt selbst sind über den Palisadenzaun allerdings zu erkennen. Der Qualm der Schornsteine ist ebenfalls ein deutliches Anzeichen dafür, dass hier eine Stadt ist. Und ebenso der Lärm, den man ziemlich weit hören kann. Jandrik versucht, seine Spuren im Schnee zu verstecken. Versucht, in kleinen, ausgetretenen Flächen, wo Bauern oder irgendwelches Vieh gelaufen ist, seine Spuren zu verstecken. Oder sie aussehen zu lassen, als wäre es irgendein dahergelaufenes Tier, was hier langgelaufen ist. Er ist gut darin, seine Spuren zu verwischen, denn schon seit ein paar Minuten, mögen es Minuten, vielleicht ist es auch schon eine halbe Stundenkerze her, vielleicht sogar noch länger, er hat ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren, als er die Stadt so umrundet. Das hügelige Land hier, die Weinberge und die Obsthaine durchstriffen hat, immer wieder den Leuten ausgewichen ist, die er von Weitem sehen konnte, Feldarbeiter. Und immer wieder auch gesehen hat, dass diese merkwürdigen Elementarwesen durch die Haine ziehen und Früchte an eigentlich im Winter tote Bäume wachsen lassen. Du gehst dem allem aus dem Weg, versuchst zu beobachten, irgendetwas aufzuschnappen. Die Leute sind fröhlich, ausgelassen, munter bei der Arbeit, wenn sie denn arbeiten, oder fröhlich, dass sie gerade von der Arbeit zurückkehren. Aber niemand bemerkt dich, weil du das nicht möchtest. Und so machst du noch einmal eine große Runde. Du hast es schon fast ganz geschafft, die Stadt einmal komplett zu umrunden, um dir ein Bild zu machen. Gibt es irgendwo Löcher in der Palisade? Ist irgendwo eine Wache, die patrouilliert? Und du hast schnell festgestellt, dass es zwei Eingänge zur Stadt gibt. Ein großes und ein kleines Tor. Bewacht von Söldnern oder Soldaten zumindest. Sie sind sehr gut ausgerüstet im Vergleich zu Neu-Ogrenwacht und den Bütteln dort. Von Weitem hast du gesehen, wie Astanio, Elena, Mora und Osko in die Stadt eingetreten sind, sich Zutritt verschafft haben. Das schien ihnen sehr einfach zu fallen. Aber du möchtest wahrscheinlich auch noch ein bisschen bessere Übersicht über das Innere in der Stadt haben. Was passiert da drinnen? Und zwar am besten, ohne auch nur einen Fuß in dieses gottverlassene Städtchen zu setzen, wo du nur überzeugt bist, dass hier Blutopfertäter und Blutopfertäter und Blutopfertäter unterwegs sind. Immer noch schäumt ein bisschen die Wut in Jandrik hoch. Obwohl sie inzwischen schon merklich abgeschlungen ist. Aber sie ist noch da. Der kleine Hügel, oder besser gesagt der kleine Weinberg, vor dir wäre auch der letzte Part, um die Stadt einmal komplett zu umrunden. Und da oben hat man bestimmt eine gute Aussicht über die Palisade. Oben auf die Dächer der Stadt. Ich greife mit der Hand in den Schnee. Ich spüre den Wind und höre die Stimmen von der Stadt, das Gelächter, die Fröhlichkeit dieses absurden Ortes. Vor noch wenigen Stunden war ich bereit, einfach dort einzutreten
und das Nötige zu tun, was auch immer es ist, aber ich spüre, wie mich dieser Ort, wie er mich wütend macht, wie er alte Erinnerungen an eine Zeit weckt, an die ich mich eigentlich kaum noch erinnern kann. Wie ich die Stimmen meiner Eltern höre, wenn ich diesen fröhlichen Ort sehe. Wie ich die Schönheit meines Landes, der Rabenmark, als kleiner Junge wahrnehme, dass jetzt alles vergangen ist. Aber hier ist es. Warum? Ich muss es rausfinden. Und ja, ich kann nicht einfach so hinein. Ich kann nicht wie die anderen hinein. Zu viel verbinde ich mit diesem Ort. Ich muss erst wissen, was hier vor sich geht. Und vor allem muss ich herausfinden, wie ich diesen Ort vernichten kann. Langsam schleiche ich zum Weinberg. Zwischen den Ästen und Zweigen des Weins kann Jandrik mit seinem geschulten Auge ein paar Bewegungen wahrnehmen. Ist es wieder eines der Elementare oder irgendwelche Arbeiter, obwohl du den großen Zug der Arbeiter, die hier aus dem Berg kamen, schon in die Stadt hast gehen sehen? Und die Sonne senkt sich auch langsam. Da ist trotzdem noch irgendetwas. Hinter einem Baum versteckt, schaut Jandrik ganz genau. Was bewegt sich da? Wer ist da? Wie viele vor allem. Wenn es möglich ist, klettert er ein bisschen auf den Baum, aber hinter, wenn es ein Nadelbaum ist und wenn nicht, hinter dem Stamm einfach nur verborgen, schaut er rüber. Wer ist da? Es sind gut getarnte, mit Erdfarben und mit wegen dem Schnee weißlich gefärbten Kleidungsstücken. Auf der Lauer liegende Personen, obwohl Personen vielleicht gar nicht mal so eine gute Beschreibung ist, sie sind unglaublich groß. Viel, viel größer als Jandrik, messen bestimmt über 2 Schritt. Und dennoch vermögen sie sich auf den Boden gekniet oder gelegen, gut hier im Kleinberg zu verstecken. Ich versuche mich ins Innere hinein zu versetzen. Was tun Sie hier? Sind Sie auf der Jagd? Jagen Sie wild? Oder beobachten auch Sie etwa die Stadt? Sie beobachten die Stadt. Das wird dir schnell klar. Ihre Ausrüstung, große, grobschlägige Äxte, Pfeil und Bogen, Speere. Wie viele? Kannst 6 sehen. 6. Vom Baum runter einen Haken schlagen, auf die hinter sie geraten. Ich will sie genauer betrachten, etwas näher ran. Vielleicht habe ich ja noch einen übersehen. Man hat immer noch irgendwo einen übersehen. Schleichst hinter die Gruppe, dass dir ohne Probleme gelingt. Sie bemerken dich nicht. Du hörst sie sprechen in einer geflüsterten Art und Weise. Eine raue, ganz merkwürdig kehlige Sprache, die du nicht kannst, nicht verstehst. Es sind muskulöse Kreaturen, Menschen. Ja, sie haben Ähnlichkeit mit Menschen, aber viel zu groß. Als würde jemand eine Art Mini-Riesen gezüchtet haben. Und sie sehen mit ihren Bemalungen auf der Haut und mit ihren merkwürdigen Fellkleidungen sehr barbarisch aus. Ich versuche, Anzeichen zu ihrer Zugehörigkeit zu finden. Vielleicht Merkmale der Götter? Oder zu irgendeiner Sippe, von der man vielleicht gehört hat? Jandrik hat davon gehört, dass es in den Bergen im Süden, in den Trollzacken, Barbarenstämme geben soll. Das müssen solche Barbaren sein.
Aber was machen die hier im Tal? Kurz grübelt er nach und erkennt schnell ein paar Erzählungen. Ja, immer wieder stoßen die hinab ins Tal und tun hier manchmal fürchterliche Sachen, wie man erzählt. Allerdings, welche Fürchterlichkeiten kann man Dämonenpaktieren schon antun? Stammeszugehörigkeitszeichen oder göttliche Zeichen kannst du nicht erkennen. Jedenfalls keine, die dir irgendetwas bedeuten oder sagen. Was du allerdings merken kannst, als du hinter sie geschlichen bist, sind mehrere Spuren. Also es scheint eine Gruppe, eine kleine Gruppe von einer größeren Gruppe zu sein. Vielleicht eine Vorhut. Das sind Späher. Ich hätte ich nicht gesehen, was ich gesehen habe, denke ich, dann würde ich diese Leute dort im Dorf warnen. Es ist egal, wo sie wohnen und an wen sie glauben, einen Überfall zulassen an Kinder und Frauen und Alte in Gefahr bringen. Das ist nicht das, wofür ich hier bin. Aber ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Und das muss enden. Und der Preis, der kann gar nicht hoch genug sein. Was tun? Man muss das nutzen, aber kontrollieren. Hey, ihr solltet euch ein bisschen besser verstecken. Die Personen rucken nach oben und herum zu dir. Ja, ziehen ihre Waffen. Lächelnd, mitten im Schnee steht er dort. Er hat keine Waffe gezogen, die Hände erhoben. Loch, Leute, jetzt lädt doch. Ich spreche eure Sprache nicht. Aber ich komme in Frieden. Ich bin nicht hier, um gegen euch zu kämpfen. Euer Feind, und ich deute auf das Dorf, ist meiner. Der große Hühne, der vorne vor dir steht, ruckt herum zu einer barbaren Frau, die neben ihm kauert und dich mit ihrem Bogen im Visier hat und flüstert dir ein paar Sachen ins Ohr, die du nicht verstehen kannst. Dann antwortet sie dir in einem gebrochenen Gareti. Redlich? Wer? Na, friedlich bin ich nicht, aber nicht euer Feind. Feind wer? Ich zeige auf das Dorf. Die Ketzer, die da drüben wohnen. Was Ketzer? Jemand, der die Götter nicht achtet. Was du machen? Dasselbe wie ihr. Ich bin ein Speer. Wir heute überfallen Dorf, befreien. Nicht in die Quere kommen uns. Was befreit ihr? Stammesmitglieder. Sie jagen euch? Gefangen bei letzter Angriff. Warum greift ihr an? Sie also, geraubt Kinder. Ha. Warum wundert mich das nicht? Ich bin der Bote einer viel größeren Armee. Ihr tut gut daran, diese Lande bald zu verlassen. Denn nicht mehr lange und hier wird nichts mehr auf dem nächsten Stein stehen. Aber ich will euch helfen. Ich kann euch helfen, eure Kinder zu befreien. Wir nicht finden unsere Kinder. Wir erstmal befreien unsere Kämpfer. Sind die Kinder da drin? Wir nicht wissen. Ihr könnt da nicht rein. Dort aber jemand bestimmt ist, der weiß, wo sie sind. Ich kann rein.
Und ein paar meiner Freunde sind schon in Tore. Der Stadt. Gut bewachen. Ja. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir arbeiten zusammen. Ihr greift an. Ich nutze die Situation, um vorher oder währenddessen in die Stadt zu kommen. Und ich suche eure Gefangenen und eure Kinder. Dafür versprecht ihr mir so wenig Kinder und Frauen und Unschuldige zu töten, wie es geht. Besiegt die Soldaten, holt die euren, den Rest überlasst mir. Wir nicht interessiert daran, Frauen und Kinder zu töten. Wir daran interessiert, Böse zu töten. Dann gibt es keinen Grund, warum wir uns nicht helfen sollten. Wir aber nicht kommen in die Stadt. Ich komme in die Stadt. Du machen für uns Tor auf. Ja. Und wir greifen an. Jandrik schaut die Männer und Frauen an und nickt dann. Die scheinen ein bisschen in eine Zwiesprache zu fallen und die Barbarin scheint sich mit dem anderen Großen nicht ganz einig zu sein, ob man dir vertrauen kann oder nicht. Zumindest lässt sie kurz ein paar garetische Brocken fallen, die sowas wie Vertrauen oder sowas beinhalten. Und wendet sich dann nochmal dir zu. Wenn du uns verraten, wir dich finden. Wir nicht alleine. Ganze Stamm dann kommen und alles plündern, inklusive Frauen und Kind. Das ist gerecht. Wenn Mond da, wir angreifen, wenn Tor offen. Ich schaue, wie viel Zeit habe ich? Ja, 2-3 Stunden Kerzen. Das sollte funktionieren. Ich breche auf. Viel Erfolg. Mich Kabeng. Wie du? Hendrik dreht sich nochmal um. Wie mein Name ist? Mein Name ist Jandrik. Weicher Name. Ich fürchte, wir haben nur solche Namen. Die sind aus eurer Sicht wahrscheinlich alle weich. Ihr Kleinen immer besser könnt durch Palisadenzäune durchkriechen. Das macht euch nützlich. Wer weiß, vielleicht gehe ich sogar einfach durch die Haupttür. Dass auch wir sehen uns. Dass du auch können, was wir nicht. Wir sehen uns. Viel Erfolg. Und vergesst unser Abkommen nicht. Ich werde es auch nicht vergessen. Sie läuft irgendwie auf dich zu, nimmt dann den Dolch aus dem Gürtel, ritzt sich so einmal auf der Handfläche auf, reicht dir den Dolch und die Hand. Jandrik schaut sie an, ein bisschen resigniert. Ihr wisst schon, dass das vor der Schlacht völliger Wahnsinn ist, weil es den einen selbst schwach vergisst. Und ich schneide mir die Handfläche auf. Sie nimmt deine Hand, presst sie auf ihre und sie hat einen unglaublichen Druck auf der Hand. Oh. Wie ein Schraubstock. Guter Handdruck. Dann lassen sie dich laufen und Jandrik nähert sich der Stadt und dem noch offenen Stadttor, das allerdings gerade im Begriff ist, geschlossen zu werden. Halt, halt! Lass mich noch rein. Oh, verdammt, ich hätte es fast. Oh, ich immer mit meiner Träumerei. Wer bist denn du? Ja, ich. Eil dich, eil dich.
Ich komme ja schon. Ich bin Träume. Ich träume häufig. Vielleicht haben mich dann meine Eltern deswegen so genannt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, danke. Kommst du hier aus der Stadt? Nein, ich bin auf Reisen. Ich bin mit einer Gruppe, aber ich war noch ein bisschen... Ich bin Geschichtenerzähler und ich wollte mir die Gegend anschauen. Gehörst du zum großen Slavian? Ja. Ah, der ist hier im Gasthaus zur Roten Wiese untergekommen. Gut, da muss ich hin. Er wird wütend, wenn ich nicht eine neue Geschichte bringe. Deswegen, Der ist aber schon eine ganze Weile hier. Da hast du aber ganz schön geträumt. Schon hier. Wir müssen das Tor schließen. Ja, ich stolper hinein. Hinter dir schließt sich der Palisadenzaun. Es wird ein großes Sperrbrett zum Verkeilen genutzt, um es zu schließen. Das merke ich mir. Und dann blicke ich mich ein bisschen um erstmal, immer noch in dieser laissez-faire Haltung, so ein bisschen verstreut wirkend, so ein bisschen durcheinander, schaue ich mich in der Gegend rum, als hätte ich noch nie ein Dorf gesehen. Die Häuser sind sehr gut ausgestattet, sehr sauber, die Straßen auch. Und die Menschen, die du auf der Straße jetzt noch siehst, sind auf jeden Fall alle relativ wohlgenährt und mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck. Zu welchem Preis? Gut, ich schaue in Richtung Mond, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ja, ungefähr 1,5 Stunden noch. Dann komme ich zur Sache. Ich sorge erstmal dafür, dass ich aus dem Blick der Wächter verschwinde in irgendeine Gasse. Und dann will ich aber zurück zu diesem Tor, am besten aus den Schatten, die Wächter beobachten, nach einem Muster sehen und einer Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Es gibt ein kleines Häuschen neben dem Tor, wo die sich wohl dann niederlassen und ziemlich schnell anfangen, aus so einer Karaffe irgendwas zu trinken. Wahrscheinlich Wasser, wenn sie denn gute Wachen sind. Wenn nicht, dann wird wohl Wein oder sowas da drin sein. Und sie beginnen irgendwie ein kleines Würfelspiel miteinander zu spielen. Haben sie das Tor im Blick? Die sind halt direkt neben dem Tor, wenn da mit irgendwas passiert, dann werden sie das wahrscheinlich mitbekommen. Also es ist so eine halboffene kleines Verschlaghäuschen, das direkt an das Tor angebaut ist. Dann wird es eine kleine Ablenkung vielleicht helfen. Ich schaue, ob es hier irgendwas gibt, was sich leicht entzünden lässt. Die Häuserdächer sind auf jeden Fall mit Stroh gedeckt und die werden auf jeden Fall, wenn da Feuer drauf geht, brennen wie Zunder. Ansonsten ich habe aber gibt noch es, eine andere Idee. Ansonsten gibt es auf jeden Fall an den Häusern teilweise Holzscheite, die da gestapelt sind, die man wahrscheinlich dann reinträgt zum Feuer, Verfeuern fürs Mittagessen oder so. Jendrik betrachtet die Holzscheite, überlegt schon, wie er die am besten anstecken kann. Das würde bestimmt reichen, um zum Tor zu kommen. Aber dann erinnert er sich an das letzte Mal, als man mittels Feuer aus einem Dorf geflohen ist. Und diese Erinnerung gehört nicht gerade zu den schönsten in seinem Leben. Und dann sucht er nach einem Stall. Ja, findest relativ schnell so einen kleinen, wahrscheinlich privaten Stall, wo ein Esel untergebracht ist. Ein Esel, der macht nicht so viel Theater, aber vielleicht genug. Die Flammensache, das Feuerlegen, das hat er im Hinterkopf, aber vielleicht geht es ja auch anders. Er positioniert sich dort bei diesem Esel und wartet, bis es Zeit ist, zur vereinbarten Zeit zuzuschlagen. Mhm. Und was machst du dann? Legst du dann doch Feuer oder was machst du? Wenn es soweit ist, in der Zeit hat er irgendwelche Dinge zusammengesucht, die scheppern können. Irgendwelche Blechgegenstände, Becherchen oder metallische Teile aller Art, vielleicht auch irgendwas aus Holz. Sie
irgendwie zusammengebunden, entweder mit einer Schnur, die er da hat oder was er im Stall findet. Und die montiert er nun an den Schwanz des Tieres. Ja. Das lässt es merkwürdigerweise auch relativ einfach mit sich machen. Wenn es soweit ist, bindet er das Tier los, öffnet die Stalltür, dreht sich nach hinten dran und schlägt mit voller Wucht dem Tier auf den Hintern. Ja, mit einem lauten I-A, I-A galoppiert der Esel mitsamt seinem plätschernden, pochenden Geschirr nach draußen auf die Straße hinaus und läuft die Straße entlang. Dicht gefolgt von einigen Blicken aus einem Fenster und dann lauten Rufen von einem Mann. Mein Esel! Hey, halt! Und die Wachen schrecken sofort hoch, weil sie nahe bei dieser Stallung daran sind. Was ist denn da los? Mein Esel, mein Esel! Und dann schauen die sich so an und einer läuft dann dem Esel hinterher. Jan-Trick darauf bauend, dass die Männer dieses Schauspiel betrachten, schleicht von der Seite her die Mauer entlang zum Tor. Ja, an den Balken seines Wachhäuschens gelehnt, ohne seine Waffe in direkter im Griff. Also die Waffen siehst du, die liegen auf einem Tisch neben ihm. Also er hat die jetzt nicht direkt an sich. Liegt da, hat noch eine Pfeife in der Hand und grinst über beide Backen. Und guckt so dem ganzen Treiben irgendwie von Weitem zu. Die Beine übereinander geschlagen. Wenn Jan-Trick nah am Tor ist, schaut er, ob es ja eine Möglichkeit gibt, vorzuschnellen, das Tor zu öffnen, am besten den Balken irgendwie wegzuwerfen. Oder muss er noch jemanden außer Gefecht setzen, um dorthin zu kommen? Du kannst da natürlich schnell dran vorbeilaufen und den Balken schnell beiseite fegen, aber dann wird sich die Wache ja auf jeden Fall bemerken und irgendwas machen. Ne? Das ist in Ordnung. Du könntest auch versuchen, die Wache irgendwie auszuschalten oder so und dann danach das Tor zu öffnen. Ich schaue, ob ich an ihn rankomme. Also der lehnt da ziemlich unaufmerksam und schaut, wie gesagt, die Straße runter. Dann nichts ahnt, dass du irgendwie was von Richtung Palisadenzaun, an dem du ja dran gekauert bist, irgendwie kommen könnte. Dann mache ich mich bereit, warte auf den richtigen Augenblick, wenn vielleicht da nochmal irgendwo Lärm ist. Und ja, der Esel macht die ganze Zeit Lärm. Dann schnell ich vor. Die eine Hand vor den Mund, mit der anderen Hand versuche ich den Mann zu packen rückwärts und will ihn nach hinten ziehen und ihn würgen. Mhm. Ja, wie gesagt, der war unaufmerksam, hatte ja noch seine Pfeife im Mund. Und drückst du ihm dann so halb in den Mund mit rein, bricht dann ab, während du dann mit Kraft irgendwo auf das Gesicht presst. Und dann, wenn du anfängst zu würgen, kann er sich da großartig gar nicht gut gegen wehren. Du musst nicht sterben, wenn du nicht kämpfst. Versucht sich natürlich ein bisschen zu wehren. Ich drücke ihn runter, drücke ihn auf den Boden, versuche ihn bewusstlos zu würgen. Greift mit starkem Griff gegen deinen Griff, merkst, er ist ausgebildet und wehrt sich gegen deinen doch gekonnten Kapitulationsgriff. Allerdings hast du durch dieses Stück Holz, was ihm da irgendwie im Hals steckt, einen deutlichen Vorteil. Er kriegt nämlich kaum Luft. Ich drücke es tiefer rein. Und so hat er dann sehr schnell keine Chance mehr, sich dem Griff gut irgendwie zu widersetzen und verliert relativ schnell dann Bewusstsein, weil er keine Luft mehr bekommt. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Bewusstsein erloschen ist, lasse ich ihn los, schaue aber nochmal für einen kurzen Moment. Ist nicht, dass er gespielt hat. Wenn er gespielt hat, ist er jetzt des Todes. Er liegt da. Ich habe keine Zeit. Ich springe jetzt zum Balken, reiß ihn hoch und renne mit ihm die andere Seite der Palisade entlang, aber nicht ohne vorher noch
das Tor, na, das wird nicht mehr gehen. Ich muss es anders tun. Ich springe die Palisade weiter. Und du läufst dann eine Palisade lang. Es dauert gar nicht so lange. Also das hat, weißt du, macht natürlich Geräusche, wenn man den großen Balken wegzehrt. Dauert gar nicht lange. Du bist ein paar Meter weiter gesprintet, dass hinter dir das Tor auch schon auffliegt. Und ein paar der Barbaren irgendwie im Tor stehen. Und dann super schnell die Straße lang und zwischen den Häusern verschwinden. Auch ich verschwinde zwischen den Häusern, den Balken nun auf den Boden fallen lassend und versuche erstmal hier wegzukommen. Ja, kauerst dich in die Schatten zwischen den Häusern und dem Palisadenzaun und merkst dann sehr schnell, dass die ersten Häuser Flammen schlagen. Also dass sie von den Dächern Flammen schlagen. Dann hörst du irgendwann auch Signalhörner und dann auch ganz deutlich Kampfgeräusche. Ich beteilige mich erstmal nicht an diesem Kampf. Ich will die Situation überblicken, sehen. Vielleicht finde ich die anderen, aber vielleicht finde ich ja auch diese wenn Kinder. Wenn du außen bleibst, wirst du ja nicht viel sehen können, ne? Wenn du am Palisadenzaun bleibst. Du musst natürlich ins Innere schleichen. Werde tiefer in die Stadt hinein. Vielleicht über die Dächer. Dann kommst du über die Dächer auf jeden Fall ziemlich schnell vorwärts. Du musst ein oder andere auslassen, das angefangen hat zu brennen. Du siehst irgendwann einen großen Marktplatz, wo auf einer Art Podest hier große stählerne Käfige aufgebaut sind, in denen sich vier dieser Hünen auch drin sind. Und einige Leute haben gerade angefangen, eine Eimerkette zu bilden, um einen Brand zu löschen. Und einige der Barbaren stürmen auf den Marktplatz zu den Käfigen hin, während einige Büttel, wesentlich schlechter ausgerüstet als die, die du am Tor gesehen hast, und einige andere Soldaten, die ebenso gut ausgerüstet sind wie die am Tor, als Verteidigungslinie quasi den Barbaren entgegeneilen. Und dann gibt's für dich sichtbar halt doch deutlich einen Kampf. Weiter halte ich mich zurück, schaue, wie die Barbaren kämpfen, schaue, wie die Feinde kämpfen, merkt mir das alles sehr genau. Wie funktioniert eine Verteidigungsstrategie hier in der Rabenmark? Wie schnell handeln die Kämpfer? Wie gut ausgebildet sind sie? Die Barbaren haben eine sehr eigenartige Strategie. Sie haben darauf gedrängt, möglichst schnell in die Mitte vorzudrängen, zu den Käfigen hin, und schmeißen die auch dann um, als sie das Podest erreichen und versuchen dann das Podest mitsamt der Käfige irgendwie zu verteidigen, während die Soldaten dann anrücken und Büttel, während einer von denen dann versucht, die Käfige zu öffnen. Teilweise gelingt das gar nicht so gut und sie brauchen da unglaublich viel Zeit für. Aber sie haben daran gedacht, dass sie halt nicht nur da sein müssen, sondern du siehst auch, dass einige der Barbaren wohl den Marktplatz umrundet haben und aus allen möglichen Seitengassen jetzt auch auf den Marktplatz zustürmen. Das heißt, die verteidigenden Soldaten in der Mitte des Marktes, die jetzt auf das Podest eindringen, werden dann nochmal von hinten attackiert. Währenddessen auch einige Bewohner, die ja dieser Löschkette irgendwie beteiligt waren, in kleinere Kämpfe verwickelt werden. Und was du dann auch siehst, dass Mora, Elena, Osko und Astanio aus dem Gasthaus nach draußen stürmen und ebenfalls in Kämpfe mit Barbaren verwickelt werden. Ich traue erst meinen Augen nicht, blicke darüber, sehe, dass die tatsächlich gegen die Barbaren kämpfen und frage mich, warum. Und betrachte das aber erst einmal für eine Weile. Wenn ich jetzt hier dazukomme, wird das alles nur kompliziert. Dass Astanio sich sehr, sehr gut anstellt, mit kämpferischer Geschicktheit, ebenso wie Elena jeweils einen Gegner zu Boden ringen kann. Und du siehst, wie Mora und Osko in gemeinsamen Aktionen einen weiteren Barbaren zu Boden ringen können. Es passiert ungefähr gleich schnell, wie dass die Garde dann die Oberhand gewinnt, einfach weil sie mit ihren Rüstungen und langen Stangenwaffen
besser ausgerüstet sind als die Barbaren, die inzwischen die Käfige geöffnet haben und anscheinend damit Vorlieb nehmen, zwei von den Gefangenen, die da drin waren, jetzt zu befreit zu haben und sich dann zurückziehen. Die anderen zwei Käfige, was ist mit denen? Kannst du von deinem Standort aus nicht ganz sehen. Die sind halt auch umgekippt worden. Vielleicht sind die einfach aber auch nicht aufgegangen oder so. Es war ja ziemlich wüst, wie die da drauf eingeklopft haben, auf diese Stahlkäfige. Gibt es für mich eine Möglichkeit, dorthin zu gelangen? Klar, kannst du runtersteigen und nicht in das Getümmel schmeißen. Ja. Also vielleicht von der anderen Seite, von da, wo die Barbaren gerade fliehen, aber ja. Ja, ich versuche mal, also wenn es für mich eine Möglichkeit gibt, an die Käfige ranzukommen, dann versuche ich dorthin zu kommen, am besten Kämpfe vermeidend. Aber du siehst, wie einer der Barbaren in dem Käfig gerade einen von den Bütteln gepackt hat, also so rausgegriffen hat mit seinen Armen und den Büttel so gegen die Gitterstäbe drückt. Während ein anderer Büttel mit seinem großen Knüppel auf die Arme von dem Barbaren einschlägt, um seinen Freund zu retten. Ich versuche mal zu schauen, dieser Büttel, hat er zufällig den Schlüssel für diesen Käfig? Ja, der hat einen großen Schlüsselbund am Saum. Dann komme ich von hinten angetaumelt, also der wird ja gepackt und ich komme von hinten angetaumelt. Ich helfe dir und packe den Mann von hinten und schlage dem Barbaren mit der Hand oder mit dem Stock oder vielleicht sogar mit meiner Waffe, allerdings der flachen Seite, auf die Hand, um ihn loszuwerden, zerre den armen Büttel nach hinten und klaue ihm dabei seinen Schlüssel. Mhm. Ja, der Barbar lässt nicht los. Und nachdem du dann den Schlüssel geklaut hast und etwas ein, zwei Schritte nach hinten wieder getaumelt bist, kommt eine der gerüsteten Wachen an und schiebt seinen Speer einfach in den Käfig und tötet den Barbaren, der dann die Hände seines Schraubstocks halt wieder loslässt. Und den Büttel befreit, der keuchend auf den Boden. Gut gemacht, gut gemacht. Ich schaue zum anderen Käfig. Der wird gerade wieder aufgerichtet, dann kauert immer noch ein wütend um sich schlagender Barbar. Jetzt bin ich natürlich nicht sicher, ob es derselbe Schlüssel ist, aber es kann nicht schaden. Ich taumel weg von diesem Käfig mit dem Toten und rufe so zu dem anderen: Du bleibst lieber ruhig, sonst passiert dir dasselbe. Und lauf dabei am Käfig vorbei und lass den Schlüssel in den Käfig fallen. Ja, der in seiner Wut merkt er das gerade erstmal gar nicht. Und wütet dann weiter, während die... Ich gehe zu nah ran an den Käfig. Während die Wachen dann irgendwie sich um den Käfig postieren, langsam auch mit den Speeren drohen, dann kommt er langsam zur Besinnung. Und die Wachen so zu dir: Geh weg da, geh weg da nicht, dass er dich packt. Geh nach Hause, Bürger. Nach Hause, Bürger. Ich habe ein bisschen viel getrunken und stolper. Geh nach Hause. Gegen den Käfig. Ich gebe ihm eine Gelegenheit, mich zu packen. Ja, das wird er ausnutzen und dich am Saum packen und mit kräftiger und mit voller Wucht gegen die Gitterstäbe pressen von innen. Ich schrei auf und starr ihn an und zeige vor mir mit der Hand unter ihn. Aus in dein wut- und schmerzverzerrtes Gesicht. Ich starre ihn an. Und dann kommt mir, ich versuche mich zu erinnern, wie hieß die Frau nochmal? Wie hat sie geheißen? Garbeng hieß sie. Garbin? Garbeng. Und wenn er dann nah an mir ist und mich an sich zieht, dann starre ich ihm in die Augen und sage: Garbeng. Und zeige nochmal nach unten. Dann zieht er dich noch einmal mit so einer ganzen wuchtigen Bewegung so am Schlawittchen so einmal an die Gitterstäbe und stößt dich dann mit voller Wucht zurück. Ah! Der ist ja wie ein tollwütiger Hund, dieser Kerl. Geh nach Hause, Bürger, das beleidigen wir. Das sind ja Wilde. Merkst du schon, wie die mit den Speeren anrücken und ihn deutlich zu Fasson bringen.
Er hat sich aber jetzt auf den Boden gekauert und hat anscheinend den Schlüssel gefunden und in seiner riesigen Pranke irgendwie versteckt. Ich taumel rückwärts und verschwinde in den Schatten. Und was? Den Rest der Schlacht betrachte ich mir, schaue zu, was meine heldenhaften Verteidiger, Freunde so alles machen. Ja, die verschwinden irgendwann wieder im Gasthaus. Da will ich erstmal nicht hinein. Ich warte eine gute Situation ab, bis ich mich mit ihnen vereinen kann. Ja. Wartest in den Schatten ab und irgendwann beruhigt sich das Ganze auch wieder. Und du hörst einige der patrouillierenden Büttel, die jetzt sehr, sehr aufmerksam durch die Gassen laufen, immer in größeren, in kleinen Gruppen und dann immer so zu zweit oder zu dritt. Dass sie es nochmal gewagt haben, hier anzugreifen. Aber wie sind sie durchs Tor gekommen? Keine Ahnung. Müssen unsere Wachen verstärken an den Toren. Drecksbarbaren. Aber sonst bleibt es ruhig in der Nacht. Wenn es eine gute Gelegenheit gibt, zu den anderen zu gelangen, nutze ich sie. Wenn nicht, verbringe ich die Nacht in der Gasse und warte. Aber ich will erstmal nicht gesehen werden von wem auch immer, mit wem sie da zusammen sind. Nachdem die Feuer gelöscht sind, kehrt dann irgendwann in der Nacht natürlich auch Ruhe ein. Und ja, Jandrik kann sich dann relativ, also natürlich sind die Wachen noch unterwegs, aber das hast du sehr schnell raus, wie man denen ausweichen kann. Du könntest natürlich in die Gaststube hineingehen, weißt allerdings ja nicht, wo die da genau untergekommen sind. Ja, ich versuche von hinten vielleicht reinzukommen oder irgendwie irgendein Fenster oder sowas, suche ich mal. Ja, dann kannst du da eindringen in die Gaststube durch den Kücheneingang, durch die Küche durch. Da sind alle Stühle schon nach oben gestellt in der Gaststube. Riecht noch nach Überresten vom Essen vom letzten Tag. Und natürlich gibt es die große Treppe, weil die Gaststube ist ein Gebäude, was groß aufragt, mit mehreren Stockwerken. Geht eine Treppe nach oben, wo wahrscheinlich der Gästetrakt ist. Ja, da schleiche ich hoch. Da gibt es mehrere Zimmer. Schau mal, wo würde Elena, wo würde die irgendwo ein Zimmer, was gut zu verteidigen ist, ein Zimmer, von dem man schnell einen Rückzug machen kann, da würde ich eher Mora finden. Ja, irgendein solches Zimmer, was diese beiden Attribute hat, will ich als erstes testen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollte Mora ja gar nicht mehr unter dem gleichen Dach schlafen wie der unbekannte Bekannte, den ihr da gesehen hattet. Wo verbringt denn Mora den Rest der Nacht? Oder hat sie sich irgendwann breitschlagen lassen, doch in ihr Zimmer zu verschwinden? Sie hätte auf jeden Fall eine Weile so getan. Sie hätte aber eigentlich nur die Gelegenheit genutzt, um ihre Habseligkeiten, wenn sie nicht eh schon alle in ihrem Mantel verstaut hatte und in ihrer Tasche zusammenzulesen und dann auf jeden Fall auch die nächste Zeit auf der Straße zu verbringen. Es ist irgendwie, sie ist in einer kleinen Zwickmühle. Es ist auffällig, einfach so zu verschwinden. Gerade wenn noch so viel Volk auf der Straße ist. Wenn die Straßen noch gesäubert werden und so viele Wachen auf der Straße sind, um sicherzustellen, dass es auch wirklich der letzte Barbar den Ort verlassen hat. Auf der anderen Seite kann sie gar nicht in der Taverne bleiben, in dem Gasthaus. Es ist so unglaublich ungemütlich, als würde die Luft brennen. Und sie, so wäre sie eine Zeit lang rumgeschlichen,
Eigentlich nur, um sich die Füße zu vertreten, um den Kopf frei zu bekommen. Ja, dann siehst du beim Schleichen durch die Flure der Taverne und des Gästetrakts irgendwann eine dunkle Gestalt, die Treppe hochkommt auf den Gang, wo die Zimmer sind, und sich umschaut. Sie duckt sich weg. Kann sie dem Blick des Fremden entgehen? Noch hat er dich nicht erkannt. Aber du hast hier auf dem Flur wenig Möglichkeiten. Du bist ja gerade in so eine kleine Nische. Hier gibt es wenig Möglichkeiten, sich noch weiter zu verstecken. Wenn er den Flur entlang läuft, wird er irgendwann an deiner Nische vorbeikommen und dann wirst du unausweichlich entdeckt. Gut. Sie drückt sich in die Nische, hält fast den Atem an, wenn er näher kommt, und zieht auf jeden Fall einen Dolch. Presst sich an die Wand. Jandrik schleicht den Gang entlang, die Zimmer betrachtend, vielleicht an der einen oder anderen Tür spielend, ob sie offen ist. Alle verschlossen soweit bis jetzt. Und dann siehst du, was der Gang so kleine Nischen ausbildet nach rechts und nach links, in denen so kleine Anrichten stehen. Und hinter einer dieser Anrichten auf der rechten Seite ein Vorhang oder... Nein, das ist eine Gestalt. Einen winzigen Moment halte ich inne. Nur jemand, der mich sehr gut kennt, wird das bemerken. Und dann gehe ich weiter, als wäre nichts, bin aber bereit. Warte auf den Angriff, laufe aber zielstrebig zur Tür ganz hinten. Hat er gezögert? Hat er mich entdeckt? Er hat dich genau gesehen, du bist sicher. Trotzdem weitergegangen. Dann trete ich kurz hinter ihm aus der Nische heraus. Habe das Messer gezückt und drücke es ihm leicht ins Kreuz. In dieser Zeit, weil er hat ja mit einer Bewegung gerechnet, hat er die Hand zum Schwert geführt. Das ist jetzt so, dass es nur mit einem kurzen Moment ziehen könnte und uns nach hinten stoßen, tut es aber nicht. Das ist aber eine ganz schöne Gastfreundschaft hier. Ich hätte dich umlegen können, weißt du das? Vielleicht freue ich mich da ja drauf. Nicht hier, nicht heute. Und sie lässt das Messer sinken und verstaut es wieder in eine der unzähligen Taschen unter ihrem Mantel. Warum frage ich überhaupt? Warum nicht? Wollen wir dieses Gespräch vielleicht woanders führen? Sie nickt nur kurz. Ich schaue sie erwartungsvoll an. Sie nickt in die Richtung der Treppe. Raus hier. Ja, jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht, reinzukommen, ohne dass mich jemand sieht. Na dann. Ich habe hier ein Zimmer. Keine Sorge. Und sie geht mit ihm raus, sagt bis dahin nichts und geht auch, nachdem sie das Gasthaus verlassen hat, zielstrebig um die nächste Ecke. Schaut sich nicht um, verlässt sich drauf, dass er folgt. Und geht eine Weile, ein paar Meter oder ein paar mehr. Und lässt ihn aufholen. Und dreht sich dann zum ersten Mal wieder zu ihm. Blickt ihm zum ersten Mal wieder in die Augen. Mustert ihn von oben nach unten. Sieht keine Kampfspuren. Siehst die Schnittwunde auf der Handfläche. Sie lässt ihren Blick kurz darauf ruhen. Er wird es sehen. Blickt ihn wieder an. Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Ich wusste nicht, dass die Haare auf den Handflächen wachsen. Ich habe das Messer sauber machen wollen. Sowas passiert. Zumindest habe ich nicht meine Zeit damit verbracht, für die Rabenmark zu kämpfen. Ich wusste, dass du mit der Sache zu tun hast.
Ich hätte darauf wetten sollen. Selbstverständlich, auch wenn ihr es vielleicht vergessen habt. Aber unser Auftrag ist, gegen dieses Dorf vorzugehen, nicht es zu retten. Wir haben uns nur verteidigt, Jendrik. Naja, so schlecht ist es gar nicht. So können wir uns hier Vertrauen sichern. Ein paar werden uns schon dabei gesehen haben. Aber ich glaube nicht, dass wir allzu lange hier noch bleiben werden. Unser Auftrag ist noch nicht erledigt. Elena hat einen Mann gesehen, in der Taverne. Schön, sie glaubt, es ist nicht so ein Mann. Sie glaubt, es ist ein wenig. Dieser Hexer. Dieser vielleicht Seelensammler. Vielleicht der Typ, der uns ein Pferd verkauft hat. Ja, das kann schon sein. Ich habe ihn vor kurzem ja auch wieder getroffen. Du? Ja, vor einer Weile. Ist schon länger her. Als wir noch in Neu-Ockrenwacht waren. Er muss uns gefolgt sein. Möglich, ja. Was auch immer für ein Spiel er spielt, wir können es kaum kontrollieren. Er hat ein Auge auf uns geworfen. Das ist sein Problem. Wir sind nur Werkzeuge. Ich habe noch ein anderes interessantes Werkzeug gefunden. Diese Barbaren. Sie schulden mir etwas. Sie schulden dir etwas? Naja. Ohne mich wären sie hier nicht hereingekommen. Und ich habe zumindest einem weiteren von ihnen die Möglichkeit zur Flucht gegeben. Ob es geschafft hat, weiß ich nicht. Und ich habe einen kleinen Pakt mit ihnen. Der ist jetzt aufgebraucht, aber sowas kann nicht schaden. Offensichtlich entführen diese Monster hier, und ich rede nicht von den Barbaren, die Kinder dieser Leute. Denkst du, als Blutopfer? Ja. Oder irgendwas noch Schlimmeres. Mora überlegt kurz, und die Dörfler hatten auch die Barbaren des Kinderraubs bezichtigt. Moment. Die Beschuldigungen stehen auf beiden Seiten. Was meinst du damit? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es beim Gaukler aufgeschnappt habe, ist auch egal. Aber hier sind auch Kinder verschwunden. Und die Barbaren werden dafür verantwortlich gemacht. Also die Barbaren greifen hier an, weil die Dörfler ihnen ihre Kinder stehlen und die Dörfler glauben, dass die Barbaren ihnen die Kinder stehlen? Genauso. Also stiehlt irgendjemand anders alle Kinder? So scheint es. Das ist ja eine faszinierende Geschichte, aber wir sind nicht hier, um lustige Abenteuerchen zu erleben. Wir sind hier, um diesen Krieg zu gewinnen. Wie kommt es eigentlich, dass egal, wo wir hingehen, immer irgendwelche Ablenkungen sind? Als wollte irgendjemand oder irgendwas nicht, dass wir hier unsere Aufgabe machen. Na, egal. Frag Allwenig. Allwenig. Und was ist mit dir? Warum bist du so angespannt? Dieser Typ jagt mir eine Gänsehaut den Rücken hoch und runter. Das sind sie doch alle, diese Nekromanten. Vielleicht habe ich das Gefühl gehabt, naja, Schwarzbach hat hier immer noch seine Freunde. Ihm gehört das Weingut. Und dieser Belzin, der Nekromant, der hier in der Politik ein großes Tier ist. Ich glaube, die Drachengardisten hören auf ihn. Und naja, vielleicht könnte der eine oder andere mein Gesicht hier wiedererkennen. Das gefällt mir nicht. Wir müssen mit den anderen reden. Du hast gemeint, ihr wollt das Dorf verlassen, aber wir haben hier noch überhaupt nichts erreicht. Ich glaube, wenn es soweit ist und vielleicht einer von Belzin mich erkennt,
oder irgendeine andere aus meiner Vergangenheit. Dann werde ich wieder die Kopfgeldjägerin sein müssen. Für eine Weile. Ja, und? Ich denke nur, das ist unser Trumpf, unser Ass im Ärmel. Ganz ehrlich, ich wäre, wenn ich du wäre, direkt damit hierher gekommen. Es ist eine gute Möglichkeit für uns, Dinge zu erfahren, die wir sonst nicht erfahren würden. Sich in die Politik einzumischen, wieder mitzumischen. Was auch immer. Solange wir dafür sorgen, dass dieser Ort geschwächt wird oder noch besser wir in die Gewalt dieses Ortes kommen, ist mir jedes Mittel recht. Ein großes Unterfangen. Und so gut wie es diesem Ort geht, muss man dafür große und mutige Schritte tun. Man spaziert nicht einfach in irgendeinen Ort und übernimmt die Kontrolle. Die Wachen sind praktisch blind. Sie haben mich nicht gesehen. Sie haben zugelassen, dass die Barbaren hier herumrennen. Sie mögen gut ausgerüstet sein, aber sie sind nicht besonders fähig, habe ich das Gefühl. Das können wir uns zunutze machen. Wir könnten dieses Dorf in kürzester Zeit in Chaos stürzen. Aber das ist vielleicht nicht das, was wir machen sollten. Ich denke, spätestens nach diesem Abend wird der eine oder andere Zustände hier sicherlich Ärger bekommen. Wenn Tore nicht so bewacht werden, wie sie bewacht werden sollten. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Schwarzbach oder vielleicht dieser Nekromant hier auftaucht und nach dem Rechten sieht. Entweder sind wir dann weg oder wir spielen uns auf in die vorderste Reihe. Du wirst dir schon denken, für was ich bin. So ein bisschen von beidem und naja, solange das Ganze hier nicht wieder Feuer fängt. Das ging auf das Konto des alten Mannes. Ich habe es heute vermieden, Dinge anzustecken. Nur eine Frage der Zeit. Und Moras Blick wird auf einmal sehr bitter. Ich glaube, es werden noch so viele sterben. Ja. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen, Mora. Aber bei den Göttern, wir werden ihn beenden. Lass uns zu den anderen. Lass uns klären, was wir als nächstes tun. Sie nickt und geht dann wieder Richtung Taverne. Ich folge. Die ist unverändert. Wenn ihr das möchtet, Elena, Osko oder Astanio, habt ihr ein bisschen Rumoren auf dem Flur gehört. Ich denke mal, nach dem sehr fordernden Kampf von dieser Nacht und auch aufgrund dessen, dass Osko immer noch verletzt ist, wahrscheinlich eine Prellung der Rippen erlitten hat, wird er, so viel es geht, Ruhe brauchen. Also wird Osko das eventuell schon mitbekommen, aber nicht dabei aufstehen. Ja, Elena wird nach der Entdeckung von unserem Freund Summen Elvin nicht ihre Sachen aus ihrem Zimmer rüber zu Astanio geräumt haben, einfach weil sie keinen Bock hatte, allein, dass wir alleine da, sollte da irgendwo zu entkommen, jemand alleine ist. Und vielleicht auch, wenn das Osken auch über den gefragt haben, ob wir auch mit aufs Zimmer, dass wir halt alle in einem Zimmer sind. Mora hat sich ja dann gesagt, ich laufe auf dem Flur auf und ab. Melina wird halt ihre Klinge gesäubert haben, wird vielleicht das auf dem Flur mitbekommen haben. Aber da es halt nicht zu viel Gepolter war, dann entsprechend in der Ecke gedöst haben. Astanio wird das mitbekommen haben. Denn Astanio ist wie, seitdem sie seit Neu-Ogren wacht, fortgegangen sind, schläft er nur sehr wenig und liest bei Kerzenschein immer und immer und immer wieder die Bücher, die er mitgekriegt hat, um irgendetwas herauszufinden über Dämonen, über Male von Dämonen. Und so wird er, nachdem er das Poltern gehört hat, die Tür einen Spalt weit geöffnet haben
Und wenn er sieht, dass Mora und Jandrik hereinkommen, sie nur müde mit einem blauen Auge und einem anderen sehr blutunterlaufenden Auge angesehen und sich wieder den Büchern zuwenden. Ich habe da jemanden mitgebracht. Sie blickt in die Runde, wo alle sehr müde aussehen. Elena schreckt tatsächlich immer so. Hm, was? Oh. Ihr seid ja richtig abgekämpft. Man könnte fast glauben, ihr hättet gegen Barbaren gekämpft. Deren Schädel sind härter, als man meinen mag. Ja, die hatten einiges drauf. Puh. Einfach genügend Holz benutzen. Grunzt dann Astanio dann von seinem Stuhl. Habt ihr euch wenigstens profilieren können bei der Stadt? Ich glaube nicht so wirklich, dass irgendeiner mitbekommen hat. Und wenn, haben wir es nicht mitbekommen. Die haben ganz schön feste zugeschlagen. Siehst du, Elena hat das Kinn blau und geschwollen und auch ihr fehlt auch der Eckzahn unten auf einer Seite. Mir ist auch aufgefallen, die haben einen ziemlich festen Händedruck. Die haben auch einen ziemlich festen linken Haken. Naja, was soll's, es war ein guter Kampf. Du hast es also auch hergeschafft. Bist du für das kleine Chaos verantwortlich, so wie das klang in deinem Tonfall? Er schaut sie nur an und lächelt. Irgendwie hatte ich das schon fast mir gedacht. Es war eine Gelegenheit, die ich nicht vorbeistreichen lassen konnte. Außerdem wollten diese Leute einfach nur ihre gefangenen Brüder und Schwestern retten. Ja, tja. Es gibt Beschuldigungen auf beiden Seiten, die sehr ähnlich klingen. Irgendjemand entführt Kinder. Astanio schreckt kerzengerade von seinem Stuhl hoch, dreht sich aber nicht um. Was ist mit dem los? Kinder? Angespannt. Angespannt. Und gerade wenn es um Kinder geht, dann ist er noch mal angespannter. Das heißt, hier geht etwas vor auf beiden Seiten. Das erinnert mich ein wenig an die Sache in Neu-Ogrenwacht, aber das waren ja magisch begabte Kinder. Ich denke nicht, dass das... Oder es wäre ein ziemlicher Zufall, wenn hier so gut wie alle Kinder magisch begabt wären. Hm. Ja. Vielleicht wird halt prinzipiell erstmal alles mitgenommen und was dann brauchbar ist, welche Kinder dann magisch begabt sind, die behält man. Die Frage ist, ob das unser Problem ist hier. Möglicherweise ist es das, aber auf den ersten Blick ist es nicht unser Auftrag, uns hier um irgendwelche Kinderentführungen zu kümmern. Das stimmt wohl. Aber nichtsdestotrotz wird es Aufmerksamkeit erregen. Das ist jetzt schon der zweite Angriff von Trollzackern auf dieses Dorf. Und der erste hat schon eine Anwesenheit von Drachengardisten hervorgeführt. Und ich glaube, spätestens morgen früh wird es hier wahrscheinlich mit großem Rambazamba eine Art Versammlung geben oder anderes politisches Geplänkel oder einfach nur eine Verstärkung von Wachen. Es ist die Frage, wie gehen wir damit um? Grätschen wir mitten rein und machen mit? Verschwinden wir hier? Können wir diese Situation irgendwie für uns nutzen? Ist die Frage. Ziemlich sicher. Also ich sehe keinen Sinn darin, jetzt zu verschwinden. Wir haben hier einen riesen Vorteil. Wir sind auf der richtigen Seite der Mauer und niemand hat einen Grund, uns zu misstrauen. Wir können nun einige Dinge herausfinden und vielleicht auch die Ereignisse zu unseren Gunsten drehen. Und die Trollzacker, sie vertrauen mir jetzt. Astanio dreht sich langsam auf seinen Stuhl um.
Ihm ist eine kleine Idee gekommen. Nun, ich weiß, das Eigenlob stinkt. Aber wenn wir uns dort als die Retter dieser Stadt positionieren, haben wir nicht nur das Vertrauen der Dörfler gewonnen, sondern ich wette mit euch, wir werden zum großen Chef auf sein Gut eingeladen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dafür hätten wir uns wahrscheinlich mehr aufspielen müssen. Als Treuzacker-Schlechter oder so etwas. Ja, ist wirklich die Frage, wie viele Gäste mitbekommen haben, dass zwei von uns alleine jeweils einen Treuzacker gelegt haben. Und ich glaube, sowas wie Orden wird hier nicht vergeben. Mir ist es egal, Hauptsache, wir können das hier vorbereiten. Irgendwie. Tja. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, wie wir uns das Vertrauen dieser Leute, wahrscheinlich beider Fraktionen, noch weiter sichern könnten. Ne? Aber das ist genau etwas, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Wir müssen diese Kinder finden. Sag, Jandrik, hat jemand mitbekommen, dass du den Trollzackern Einlass gewährt hast? Ein Wächter hat meine Stimme gehört. Das war mitten im Gefecht und gesehen hat er mich nicht. Aber er weiß, dass es einen Saboteur gibt. Er weiß, dass es einen Saboteur gibt. Saboteur, den es zu finden gilt. Und wen verdächtigen die Leute als erstes, wenn es einen Saboteur gibt? Den Nachbarn oder den Fremden, der ins Dorf gekommen ist? Fremde. Aber unter diesen Fremden ist zufällig auch eine Kopfgeldjägerin, die diesen Saboteur finden wird. Oder es zumindest versucht oder zumindest behauptet. So oder so, der Weg führt uns zu Belsin. Also es tut mir leid, Mora, dir das sagen zu müssen, aber ich denke, wir müssen den Wein kosten, der uns da geboten wird. Belsin, Schwarzbach, mir egal. Es sind beide nicht unbedingt die Leute, die ich nochmal gerne treffen würde. Ja, den Schwarzbach macht hervorragenden Wein und hat ein Ego so groß. So groß kann man kein Haus bauen. Aber Belsin ist gruselig. Belsin ist gefährlich und mächtig. Ich weiß nicht, ob ich ihm auf die Füße treten möchte. Was hat er für eine Funktion hier? Belsin ist ein Nekromant in der Politik, Stadtrat, als ich ihn irgendwie mal kennengelernt habe nebenbei. Aber was er jetzt macht, es kann sich alles geändert haben in der letzten Zeit. Aber auch er wird sehr wahrscheinlich profitiert haben vom neuen Reichtum von Geisfeld. Und ja, den Schwarzbach ist dieser aufgeblasene Winzer, der hier auch ganz gut mitverdient. Und der sich nicht vor Menschenopfern scheut. Das sind ja nette Gesellen. Kollegen. Alter Geschäftspartner. Reizend. Na gut, ich schlage vor, wir schlafen jetzt erstmal und schauen uns an, wie das Dorf reagiert. Und dann können wir immer noch einen Schlachtplan. Von einer Flucht halte ich nichts. Dann hätten wir erst gar nicht herkommen müssen, wenn wir bei der ersten Gelegenheit gerade wieder verschwinden. Und trotzdem sollte einer Wache halten über Nacht. Ja. Es könnte immer noch sein, dass unterm gleichen Dach, ihr wisst schon, wer schläft. Das übernehme ich. Ich kann dich da noch ablösen. Aber ja, ich finde es auch so gut, dass eben noch klang, hier abzuhauen. Aber wenn wir abhauen, wird er wirklich wissen, dass wir wissen, dass er hier ist. Und er wird es wahrscheinlich eh wissen, dass wir wissen, dass er hier ist. Naja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Na gut. Elena, kann ich noch kurz mit dir unter vier Augen sprechen? Klar, wir können nach nebenan gehen. Ich habe da auch ein Zimmer. Nur ich fand es best sinnvoller, wenn wir hier zusammen in einem Zimmer sind. Ein bisschen auffällig, finde ich. Naja. Im besten Falle glauben Sie, dass wir hier eine Orgie feiern. Im schlechtesten eine Verschwörung. Lass Sie doch glauben, was Sie wollen. Nicht, wenn wir Ihr Vertrauen gewinnen wollen. Aber gut, eure Entscheidung. Gut, dann lass uns nach nebenan gehen. Die Lena wird die Tür öffnen, hat ihren Säbel an der Seite, den Mantel drüber und schließt in das Zimmer eine Tür weiter den Gang Richtung Treppe auf. Wenn sie drin sind und die Tür zu, schaut er sie an. Was ist mit ihm los? Wie meinst du das? Mit dem alten Spinner. Was ist mit ihm los? Er sieht aus wie ein Untoter. Er hat sich... Muss ich mir Sorgen machen, dass hier gleich alles in die Luft fliegt? Nein, ich glaube das noch nicht, da er noch nicht weiß, wer schuldig ist mit den bezüglich der Kinder. Und sein Temperament kann er dann, auch wenn man es nicht unbedingt glauben mag, auch schon mal zügeln. Ansonsten hat er sich halt vom Trollzacker eine gefangen und er hängt über seinen Magierbüchern. Das ist das, was mir Sorgen macht. Was liest er da? Was ist das? Ich weiß es nicht, was für Bücher. Es sind, sind es die... Ich kann die Sprache nicht lesen. Entweder sind es, ich weiß nicht, was es für Bücher sind. Ich schätze, es sind die Bücher, die ihm seine Chefin mitgegeben hat. Halten wir es für eine gute Idee, dem Verrückten mit der grenzenlosen Macht irgendwelche Bücher in die Hand zu drücken, von denen wir nicht wissen, was sie tun? Das sind, soweit ich weiß, Bücher über die Kraftlinien. Elena hat ihre Stimme gesenkt. Das klingt schlimm. Aber das ist, was sie hier beforschen soll. Wenn wir nichts darüber wissen, es ist sein Auftrag. Okay. Er weiß ja selber auch kaum da was drüber. Und wir müssen wir anfangen. Ich habe davon auch keine Ahnung. Also, wenn du mehr wissen willst, frag ihn selber. Pass einfach auf ihn auf. Mache ich. Elena schlägt ihr ihm auf den Rücken. Du machst dir auch mehr Gedanken, als du manchmal zugeben magst um den Guten, oder? Hendrik dreht sich nochmal um, schaut sie an. Dann kommt aber wieder dieses falsche Lächeln. Und er grinst nur. Ich will ihm nur nicht den Kopf abschlagen müssen. Das ist alles. Und du weißt, dass wenn es eine Lüge ist. Wenn ihm einer den Kopf abschlägt, sollte er komplett durchdrehen. Dann mache ich das. Aber so weit wird es nicht kommen, hoffe ich. Na gut. Jandrik verlässt den Raum. Elena wird ihm auch wieder zurück nach nebenan folgen und auch den Raum wieder abschließen. Betretenes Schweigen im Raum. Man hört lautes Schnarchen aus dem Nachbarzimmer. Jandrik versucht auch ein bisschen zu schlafen. Ostanio blättert weiter in seinen Büchern. Und sobald er ein Buch fertig hat, nimmt er das nächste. Und dann nimmt er wieder das andere. So geht es die ganze Nacht. So geht es schon die letzten ganzen Nächte. Ist er irgendwann vor Erschöpfung und vor Schmerz, weil die kraftvolle Auseinandersetzung mit den Trollzackern ja auch nicht ganz spurlos an Ostanio vorübergegangen ist, dann doch sein Tribut fordert und ja, des nächsten Morgens als Ayasta erwacht, hochschreckt von den Büchern, während alle anderen, also Osko tiefschlafend, Jandrik irgendwie auch schlafend, Lena auf einer Halb-Acht-Stellung, aber dennoch eingenickt. Mora, kannst du gerade nicht entdecken auf den ersten Blick im Zimmer? Hm.
Lastanio wird leise den Stuhl zurückziehen und in den Gang hinunterspähen, ob er Mora irgendwo dort laufen sieht. Die wird wahrscheinlich langsam den Gang abgehen. Und dann irgendwann ins Zimmer treten, als sie quasi deinen Blick im Nacken bemerkt. Du bist schon wach. Ja. Und sie blickt dir offen ins Gesicht, sieht die tiefen Schatten unter deinen Augen. Du hast kaum geschlafen. Ich hab doch gesagt, ich übernehme die Wache. Ich werde wohl alt. Du hättest jemanden wecken sollen. Du hättest nicht die ganze Nacht wach bleiben müssen. Ich kann eh nicht schlafen. Warum? Lastanio schielt rüber zu den Büchern. Mora folgt dem Blick, schaut auf die Bücher, aber dann wieder zurück zu Lastanio. Die gleiche Frage steht in ihren Augen. Lastanio seufzt einmal. Hast du einen Schlüssel für dein Zimmer? Mora nickt nur und tritt dann wieder in den Gang hinaus. Und Lastanio lässt sehr behutsam das Schloss in die Tür ins Schloss fallen. Und leise, leichtfüßig betritt Mora ihr Schlafzimmer und schließt die Tür hinter Lastanio, nachdem er eingetreten ist. Du kannst Geheimnisse für dich bewahren. Kann ich. Dann musst du mir jetzt schwören, dieses Geheimnis auch für dich zu bewahren. Das ist viel verlangt. Ich kenne das Geheimnis noch nicht. Willst du die Information? Ich will immer Information. Das ist die Bedingung. Ist sie denn was wert, dass ich mein da schwören muss? Astanio schaut dich einfach nur ausdruckslos an. Na gut. Ich verspreche es dir. Nein. Schwören. Auf was soll ich in diesen Landen schwören, Astanio? Und Astanio lächelt schief. Ich würde ja gerne sagen, auf die 12 Götter, aber ich glaube, das wäre hier für wahrscheinlich eher schadhaft. Aber wenn du möchtest, dann schwöre ich hier und jetzt auf die 12, dass ich dein Geheimnis bewahren werde, bis du mir diese Last von mir nimmst. Und dann fordert dich Lastanio auf, dass du seine Stirn ganz genau betrachtest. Und Mora runzelt etwas die Stirn, tritt dann noch ein Stückchen näher an Lastanio heran und starrt auf seine Stirn. Es sind nicht mehr oder weniger Falten dort wie in den Nächten zuvor, Lastanio. Lastanio zeigt mit seinen doch inzwischen recht langen Fingernagel des kleinen Fingers auf einen schwarzen Punkt. Sieht Mora den? Mir vorher gar nicht aufgefallen, ist halt so ein Hautfleck. Das könnte ein Muttermal sein oder so etwas. Nein. Wie so ein Schatten und sie ist kurz davor, es zu berühren. Lastanio zuckt zurück. Es ist wie ein Schatten unter der Haut. Das hier ist ein Mal, das man nur dadurch bekommt, wenn ein Dämon ein gewisses Interesse an einem hat. Was soll das bedeuten? Das ist das, was ich versuche herauszufinden.
Du willst mir sagen, dass ein Dämon ein Auge auf dich geworfen hat? Ganz recht. Hat ein wenig dich verhext. Ich weiß es nicht. Ich habe keinerlei Kenntnisse über diese Magie. Was also macht es? Nichts. Nichts. Außer mir jeden Abend den Schlaf zu rauben. Und es ist noch nicht lange da. Es ist seit erst wann? Da seit... Es ist mir kaum aufgefallen, Astanio. Aber ich glaube, man achtet in diesen Tagen eher auf deine Augen. Seitdem wir das Lager verlassen haben. Das sind... Astanio! Das sind zu viele Tage! Was ist, wenn es uns in Gefahr bringt? Ich wusste davon nichts. Aber jetzt weißt du davon. Richtig. Und wenn ich deine Leserei richtig deute, dann weißt du auch nicht erst seit diesem Abend davon. Nein. Ich weiß es, seitdem ich und Elena die Kinder besucht haben. Deine gute alte Dame, meine Liebe, gehört zu einer Gruppe, die sich Hexen nennt. Ja, mein Vater hatte diese Vermutung, aber so richtig nachweisen kann man es denen natürlich nie. Nein, aber Fenja kann man es nachweisen. Das willst du damit sagen? Astanio grinst. Du willst sagen, dass Elenas Tochter eine Hexe ist? Ja. Na, was heißt Hexe? Wir wissen auch nicht genau, was. Aber gewisse Fähigkeiten bestehen durchaus. Hat Esmeralda sie zu einer Hexe gemacht? Nein, nein. Du bekommst erst... Du wirst damit geboren. Manchmal bricht es früh aus und manchmal bricht es spät aus. Sind man dann du willst sagen, Elena ist eine Hexe? Nein, nein. Das kann in jedem Familienstammbaum einfach so passieren. Auch ich bin der Einzige in meiner Familie, der magische Kräfte hat. Das heißt... Das ist ein reiner Zufall. Nun, das kann ich nicht sagen. Dass eine Hexe im Haus einer Hexe wohnt. Na ja, das würde ich schon sagen, ja. Gibt es noch irgendwelche Merkwürdigkeiten, für die ich gerade hier bürge? Zwei Hexen und das da? Und sie zeigt ganz offen mit dem Finger auf deine Stirn. Nein, nicht, dass ich wüsste. Woher weißt du, dass es ein Dämonenmal ist? Die Hexe. Sie hat es dir gesagt. Und richtig. Es hat noch nichts gemacht. Du musst unterscheiden zwischen Besessenheit und diesem Mal heißt einfach nur, stell dir vor, ich schaue mit einem Fernglas oder einer Lupe auf dich drauf. Was passiert durch das gebundelnde Licht? Du kriegst ein Brandmal auf der Stirn. Und so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Es heißt nur, dass es eine Gefahrenquelle ist. Und ich versuche zu verstehen, warum, woher, was passiert und um Gottes Willen, wann ich die Gruppe zu verlassen habe. Das heißt, es könnte sein, dass ein Dämon dich im Blick hat. Nein, das ist so. Ich habe aber davon noch nie was gehört. Für mich ist das auch komplettes Neugebiet. Und wenn du das Jandrik sagst, und deswegen habe ich dich schwören lassen,
Mandragesta in der momentanen Fassung, dass er mir den Kopf abschlagen würde, ohne zu zögern. Ich habe mich gerade gefragt, warum ein Dämon warten sollte, dich zu beherrschen. Also das macht man doch Dämonen, oder? Nein. Dämonen gibt es auf zwei Art und Weise, die ihn beherrschen. Entweder du gehst einen Pakt mit einem Dämon ein, das habe ich bis heute nicht getan. Oder sie nehmen sich, was sie wollen, oder? Nein. Oder du beschwörst einen Dämon und es geht furchtbar schief. Genauso wie es passiert ist im Wall. Wenn du dich erinnerst. Aber ein Dämon kann nicht von sich aus. Zumindest meines Wissens nach Besitz von dir ergreifen. Aber Nastanio schluckt. Davon weiß bisher noch nur Elena. Und Nastanio wird dir die Geschichte mit Jandrik und dem Kampf erzählen. Ich du kenne, hast ihn verzaubert. Und ich kenne diesen Zauber nicht. Du hast ihn verzaubert mit einem Zauber, den du nicht kennst? Richtig. Aus Gründen, die du nicht kennst. Ganz genau. Und wenn das schon ausreicht, und ich bin in der tiefen Vermutung, dass das miteinander zu tun hat. Was ist, wenn ich das nächste Mal einen Feuerball nicht auf Häuser schmeiße, sondern auf euch? Das lässt mich nicht schlafen. Du willst es loswerden, verständlich. Entweder will ich es loswerden oder euch in Sicherheit bringen. Das heißt, wenn es damit zu tun haben muss, dass ich irgendwo mich runterstürze, dann stürze ich mich wo runter. Hm. Aber wie du wahrscheinlich verstehen kannst, versuche ich das als allerletztes Mittel. Das ist wirklich nichts, was wir Jandrik sagen sollten. Richtig. Auf der anderen Seite sage ich jetzt dir, was ich auch ihm gesagt habe. Nastanio, wenn du diese Gruppe in Gefahr bringen solltest, wirst du es bereuen. Ich werde selbst dafür sorgen. Aber das sage ich dir. Und ich glaube, du weißt, dass es nötig ist, dass ich das sage. Tja. Ich glaube, da musst du Elena zuvorkommen. Doppelte Sicherheit. Und das macht die Sache einfach nicht einfach. Einfach. Das macht ein schwieriges Unterfangen einfach noch schwieriger. Und deswegen kann ich seitdem Jandrik nicht in die Augen schauen. Aber es ist nicht deine Schuld. Das würde ich nicht sagen, nein. Das würde ich so nicht sagen. Mora runzelt die Stirn. Aber du hast es nicht gewollt. Oder doch? Ich wollte ihm eine Lektion erteilen. Aber das, was du letztendlich getan hast, war nicht das Mittel, was du ergriffen hättest. Ich hätte den Zauber vermutlich nicht ausgesprochen. Aber ich hätte ihn eindeutig die Intuition, ihn in einen Kampf zu verwickeln, kam von mir aus. Das heißt, es ist einfach etwas etwas drastischer ausgefallen. Ich würde sagen, dass, so wie ich das vermute, dass so ein Dämon so etwas potenzieren kann. Ja. Er kehrt das Schlechte noch zum noch Schlechteren. Richtig. Aber ob das wirklich stimmt, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich diesen Zauber nicht gelernt habe. Und dieser Zauber, und Nastanio schluckt doch einmal, und das ist ganz besonders wichtig, steht in Borbarats Schriften, in Borbarats Tagebuch.
Deswegen habe ich so drastisch reagiert und sofort gesagt, dass wir das Buch verbrennen sollen. Das ist so unglaublich gefährlich. Alles, was du weißt, Asanio, alles, was du liest, alles, was mit dir geschieht, kann ein Sprungbrett werden, wenn es so funktioniert, wie du vermutest. Richtig. Was ist, wenn du irgendwann mal in Gefahr bist, in großer Gefahr? Oder deine Emotionen wieder überkochen? Was passiert dann? Ich weiß es nicht. Leises Knacken im geschlossenen Fensterladen. Mora drängt sich an die Wand und schleicht zum Fensterladen. Langsam. Du hast ein bisschen Scharren. Sie wirft einen flüchtigen Blick nach draußen. Der Laden ist ja geschlossen noch. Dann öffnet sie ihn. Einem Ruck nach draußen öffnest du den Laden und siehst gerade noch so in den Sonnenaufgang hinaus einen Vogel davon fliegen. Fast würde ich wetten wollen, dass Elvin nicht seine Finger darin im Spiel hat, Astanio. Lass uns zurückgehen. Mora blickt nach unten auf dem Fensterladen und entdeckt einen Faden. Sie packt sich etwas herunter, betrachtet den Faden. Ist der irgendwo verwickelt? Er ist in einen losen Teil eines Brettes, also auf dem Fenstersims geklemmt. Reicht etwas hinunter und an dem Faden unten dran hängt ein kleines Schriftröllchen. Sie zieht es zu sich herauf, betrachtet es noch am Faden hängt und nimmt es dann einfach ab. Rollt es auf und liest. Eine Schrift, die du nicht lesen kannst. Dann dreht sie sich um und gibt es wortlos an Astanio. Astanio schaut sie fragend an. Sie zückt nur mit den Schultern und blickt fragend zurück. Astanio nimmt die Schriftrolle und versucht zu erkennen, warum Mora so verwundert ist. Ja, du siehst auf eine alte Magierschrift, die dir geläufig ist. Und darin geschrieben steht: Werter Magister, kam nicht umher, euer Malheur zu erkennen. Ich biete meine fähigen Hilfestellungen an. Wenn ihr der Hilfe benötigt. Trefft mich allein beim nächsten Sonnenuntergang auf dem Boronsangar. Mora steht dich noch fragend, blickt sie dich an. Bezeichnet allwenig. Astanio hat diese Nachricht laut vorgelesen. Ich würde sagen, wir haben noch eine neue Spielfigur auf dem Brett. Wirst du die anderen von der Nachricht wissen lassen? Jandrik wird mich umbringen. Wenn Alvinic das nicht tut. Hol sie Astanio, her. Astanio, ich habe dir versprochen,
dass ich dein Geheimnis hüten werde, bis du mich von dieser Pflicht entbindest. Aber ob du es ihm erzählst, das ist natürlich deine freie Entscheidung. Und das, Tanjo? Vertrauen hat etwas damit zu tun, mit offenen Karten zu spielen. Du hast doch so viel in deinen Taschen. Du wirst doch irgendwo eine Fiole Schnaps haben, oder nicht? Und sie guckt im Mantel und kramt tatsächlich in unzähligen Taschen und zieht dann so etwas heraus, was aussieht wie ein Flachmann aus einer ganz unteren. Guckt selbst ein wenig verwundert. Oh, die hatte ich fast vergessen. Dreht sie auf, riecht dran. Oh, ah ja, der Abend. Nickt ein wenig und gibt sie dann Astanio. Wirkt, schmeckt aber nicht sonderlich. Astanio nimmt wortlos den Flachmann, nimmt einen tiefen Schluck, ohne die Miene zu verziehen, öffnet die Tür und wird in den anderen Raum gehen, wo die Leute schlafen, und sich vor Jandrik stellen. Mora folgt ihm. Sie will das nicht verpassen. Trittet beide in den Raum. Osko schläft relativ ruhig und normal. Jandrik ebenfalls. Elena immer noch auf ihrem Stuhl hockend mit dem Säbel im Anschlag. Astanio räuspert sich. Was ist denn das? Astanio hat sein Schwert von seinem Gürtel losgebunden und hält das Schwert Jandrik hin. Jandrik liegt da so gegen die Wand gelehnt, mit einem Auge offen und starrt das Schwert einfach nur an. Was? Nehme es. Ich habe selbst ein Schwert, dankeschön. Nehme es. Ist die Zeit da, wenn nicht mehr miteinander reden, rum? Schade. Aber er nimmt das Schwert. Und Astanio nimmt sich einen Hocker und beginnt Jandrik die Geschichte zu erzählen. Jandrik. Aber so leise, dass es die anderen, also Osko zumindest, noch nicht hört. Jandrik hört einfach nur zu. Schaut ihn dabei an. Du merkst, wie Astanio mit jedem Wort müder wirkt und abgeschlagener und kraftloser. Die letzte Farbe in seinem Gesicht ist mit seinem letzten Wort entwichen. Nun sitzt er da, jetzt schaut er nicht nur alt aus, was Haare angeht, Falten angeht, er schaut aus wie, nun, eine lebende Leiche. Also hast du es geschafft, dir irgendeinen Dämonen zuzuziehen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du meinst, dass ich deswegen nicht mehr sauer auf dich bin, hast du dich geschnitten. Darum geht es mir nicht. Was erwartest du jetzt von mir? Dass ich aufspringe und dir den Kopf abschlage? So ein Blödsinn wahrscheinlich, nicht wahr? Wenn du das tust, dann nimm zumindest mein eigenes Schwert dafür. Wie kann man so steinalt werden wie du und trotzdem noch so melodramatisch sein? Das muss mir mal irgendjemand erklären.
Osko, da wird laut gesprochen neben dir. Du bist jetzt langsam echt wach. Es ist noch voll früh. Jandrik flüstert auch nicht, überhaupt nicht. Gibt sich überhaupt keine Mühe, das, was er gesagt hat, irgendwie zu ver... Okay, also, zusammengefasst. Du hast irgendein Dämon oder was auch immer, ist an dir interessiert, was auch immer das heißen möge. Und das bringt dich dazu, ein noch verrückterer Spinner zu sein, als du sowieso schon bist. Habe ich das richtig verstanden? Und jetzt will ein komischer Nekromant oder was auch immer er ist, ich habe es immer noch nicht verstanden, dir helfen, warum auch immer. Und in der ganzen Zeit erwartest du, dass wir hier irgendwie was tun? Dass du eine wahnsinnige Gefahr für uns alle bist, das muss ich dir hoffentlich nicht sagen. Und dass du überhaupt mit uns hierher gekommen bist, bringt uns alle schon in Gefahr. Oder nicht? Oder verstehe ich hier was nicht? Nathaniel zuckt einfach nur mit den Schultern. Ich verstehe gerade so einiges nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe überhaupt vor allem nicht, was von mir jetzt erwartet wird. Es wird nichts erwartet. Ich habe nur ein wenig drauf gedrängt, dass hier mal reiner Tisch gemacht wird. Wir haben schon genug Probleme. Aber das können wir uns nicht aussuchen. Und wir werden diese Probleme tragen müssen. Und wir werden trotzdem Erfolg haben werden. Wir müssen. Ganz ehrlich, ich bin langsam raus hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Hier türmen sich Probleme auf, die ich einfach nicht verstehe. Ein Dämon ist auf mich aufmerksam geworden. Normalerweise werden hübsche Frauen auf einen aufmerksam oder hässliche oder ein Ehemann oder sowas, aber kein Dämon. Sowas passiert einfach nicht. Es passiert. Das ist die Welt und das ist diese dunkle Welt, kommt von Lilian, die jetzt sich auch aufgerichtet hat. Also du hast das natürlich gewusst und auch kein Wort gesagt, ja klar. Er hat mich drum gebeten. Du brichst ja auch nicht einfach dein Wort, wenn dich jemand darum bittet, dein Geheimnis zu bewahren, oder? Es ist egal, es macht echt keinen Unterschied. Du weißt es ja jetzt, wir wissen jetzt, was er für ein Problem hat, wir müssen damit umgehen und versuchen das Beste daraus zu machen, solange es geht. Das Problem zu lösen, wo wir bei Allwenig wären. Was ist mit jetzt mit Allwenig? Ich habe das eben nur so im Anhang so ein bisschen gehört. Ich war noch nicht ganz wach. Er hat Kontakt zu Astonia aufgenommen. Er sagt, er kann ihm helfen. Nein. Na, großartig. Vergiss es. Moment. Vergiss es. Nein. Es ist eine Chance. Wie sollen wir denn noch mehr herausfinden, was Allwenig will? Er trifft sich freiwillig mit Astonia. Freiwillig. Das ist eine Chance. Wird daraus keinen Nutzen haben, ziehen wollen? Natürlich. Aber wir werden auch einen Nutzen daraus ziehen. Die Frage ist, für wen der Nutzen größer ist. Ich habe dir von meinem Traum erzählt. Wir werden sehen, wer wem nützt. Die Sache ist die, wir wissen doch alle, dass er uns nachstellt, dass er ein Auge auf uns alle geworfen hat, dass er irgendwelche Pläne spinnt, Pläne, die wir nicht kennen. Wir können nur schlauer aus dieser Situation herausgehen. Und ob es Astonia dieses Mal hat oder nicht und verliehen wird oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Wir locken diesen Mann, dieses Ding, was auch immer er ist. Wir locken ihn aus der Reserve damit. Mora. Du willst deine Dämonen aus der Reserve locken, indem du ihn einfach mit einem Magier, der keine Ahnung hat, was mit ihm los ist, auf diesen Magier loslässt. Dieser Allwenig weiß von Anfang an, was hier vorgeht. Er zieht an unseren Fäden, als wären wir Puppen. Was auch immer er tut es zu irgendeinem bestimmten Zweck, den wir nicht verstehen. Und das hier ist der nächste Teil seines Spiels. Aber vielleicht können wir dadurch herausfinden, was er will von uns. Warum er uns nachstellt, schon seit Tagen. Unsere Hilfe. Nicht seit Tagen, seit Wochen. Wochen, ja. Aber warum braucht er unsere Hilfe? Wobei, was können wir ihm geben?
Es ist mir völlig egal. Sind die Sterblichen? Wir sind nicht so furchteinflößend wie er. Wir können uns einfach unter die Leute mischen. Wir werden diesen Mann nicht treffen. Unser Wort hat steht fest. Gewicht. Wer sagt uns denn? Wer sagt uns denn, dass die sogenannte Hilfe, die er Astanio angedeihen lassen will, nicht dazu für sorgt, dass der sich in, was weiß ich, einen Dämon oder sowas verwandelt? Ich habe doch gar nicht gesagt, dass wir auf sein Angebot eingehen. Es geht nur um ein Treffen. Natürlich wird es eine Falle sein. Natürlich wird es nach seinen Regeln spielen. Aber das ist dennoch die einzige Chance, die wir haben. Wann soll das Treffen sein? Heute Nacht. Oskar, du bist der einzige Vernünftige, der hier noch rumläuft. Was sagst du? Was sind unsere Alternativen? Wir müssen irgendwie die Kontrolle über diese Stadt erlangen. Aber nicht durch einen Pakt mit einem Dämon. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich sehe es ähnlich wie Mora. Zumindest können wir Informationen darüber ziehen. Wie sollen wir in Erfahrung bringen, wo die Kinder her sind? Hin sind? Meinst du von ihm? Wer weiß. Sie wahrscheinlich entführt. Wissen wir das? Hat er nicht die Kinder freigekauft von dieser Hexe? Dieser Elfenhexe? Paparadianerin? Ja. Wir wissen nicht, was seine Aufgabe hier ist und warum er gerade uns hinterherläuft. Wenn er irgendwelche Puppen will, dann hätte er auch irgendwelche anderen Stadträte hier haben können. Die haben ja mehr Einfluss als wir. Es muss einen Grund haben, dass er sich, dass er interessiert ist an uns. Und wir sollten zumindest in der Form bringen, warum. Aber dafür will er sich ja nicht treffen. Genau. Wir wissen gar nichts über seine Intention. Und wie ich das sehe. Scholle immer macht. Der lacht nicht. Das ist ein Dämon. Ich habe keine Ahnung von Dämonen. Ich weiß es nicht. Aber das ist das, was meine Intuition mir gerade sagt. Weil wir können uns auch bis kurz vor Sonnenuntergang nochmal selber in der Stadt hier umsehen. Das war mein Plan sowieso. Aber ich glaube nicht, dass wir viel mehr in Erfahrung bringen werden hier. Auf der anderen Seite könnt ihr auch einfach Astanio umbringen wollen. Ich meine, in Neu-Urenwacht haben wir seine Pläne doch wahrscheinlich ziemlich durchkreuzt. Das ist ja auch eine Frage. Naja, wir haben mindestens eine seiner Anhängerinnen. Naja. Das könnte er jederzeit tun. Ich glaube nicht, dass es das ist. Er will uns für irgendwas. Er hat irgendwas mit uns vor. Was auch immer es ist. Ich will kein Teil davon sein, aber wir können wir können doch nicht zulassen, dass der alte Mann. Astanio, was willst du eigentlich du? Astanio schaut müde in die Runde und ihr merkt, dass die letzten Nächte nicht nur an ihm gezogen haben, sondern dass er wirklich am Ende seiner Kräfte inzwischen ist. Wenn mich das hier, und Astanio zeigt da drauf, nochmal dazu bringen sollte, irgendwen hier anzugreifen, dann möchte ich jede Lösung ergreifen können, die mich davon befreit. Und wenn es am Ende das ist, dass ihr mir mit einem Schwert den Kopf abschlägt, von mir aus. Wir werden keinen Pakt mit Alvenig eingehen. Da hast du uns wahrscheinlich jetzt falsch verstanden. Nein. Oder ist das wirklich dein Begehr? Nein. Aber ich sehe die Chance, uns bleibt nicht viel anders übrig. Und wenn es einfach nur Information ist. Und sollte, ich würde, und Astanio steht mit wackeligen Beinen auf. Ich würde vorschlagen, dass Mora und Jandrik mitkommen und sich in den Schatten verstecken. Und sollten sie irgendetwas mitbekommen, was nicht. Und Astanio bringt kaum die Worte über die Lippen. Sollte es zu dem Äußersten kommen,
Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man sich vor diesem Mann verstecken kann. Aber ja, ich werde mitkommen. Und ja, ich werde tun, was zu tun ist. Soll dieses Treffen stattfinden? Borbarat. Nicht Borbarat. Boronzanger. Boronzanger. Und Astanio wird noch wackelig zu seiner Tasche laufen. Und daraus einen und wird daraus etwas hervorholen. Mit Jandrik wird das erkennen, das ist den Speer, den er damals vor einigen Tagen, glaube ich, sind es gerade noch, weggeworfen hat. Und dieser Speer ist repariert. Mit einem eher schlecht als rechten Tuch. Astanio drückt Jandrik den Speer in die Hand. Und da sind's. Damit sind dann seine Kräfte völlig vorbei und er kippt nach vorne über und bricht zusammen. Bei allen. Elena. Ja. Ja, ich pack an. Moa packt auch mit an und legt ihn aufs Bett. Legt ihn aufs Bett, ja. Hendrik steht einfach nur da mit diesem Stock in der Hand und schaut den bewusstlosen Mann an und schüttelt nur den Kopf. Er mag dich auch mehr, als du denkst. Ich gebe die Elena zurück. Also ich kaufe ihm nicht ganz ab, dass das nur dieser Dämon war. Aber gut, mir ist es egal. Tja. Ich werde bei ihm bleiben. Geht einer von euch mir was zu essen holen? Ich mache mich auf den Weg. Und wir anderen sollten unser Bestes tun, selber an Informationen zu kommen. Ich glaube, heute wird das Stadtgespräch die Barbaren sein. Das kann schon sein. Da sollten wir Augen und Ohren offen halten. Was jetzt ins Rollen kommt. Ich werde mal zu diesem Heiligtum gehen, mich da umschauen. Es ist merkwürdig. Passt nicht ganz in das Stadtbild rein. Ist euch das aufgefallen? Was meinst du damit? Erinnere dich an Neu-Ogrenwach. Der Tempel. Er war voller Insignien und Zeichen der dunklen Mutter. Dieses Heiligtum ist blank. Da ist nichts. Das fällt auf. Deswegen wollte ich mir das mal anschauen. Mal vielleicht einen Schritt hineinwagen. Vielleicht finden sich da interessante Dinge. Oder irgendetwas über den Verbleib dieser Kinder. Oder andere Sachen. Das klingt gut. Aber erstmal muss ich was essen. Und vielleicht mir selber mal meine Rippen balsamieren oder sowas. Keine Ahnung. Sind sie gebrochen? Ich glaube nicht, nein. Aber es schmerzt furchtbar. Dieser Trollzeit, man hatte noch ordentliche Rechte. Das hat sie nicht überlebt. Das weiß ich noch ganz gut, ja. Gut. Wollen wir los? Wir sollten keine Zeit verlieren. Ja. Seid vorsichtig. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, Tante. Ach, ja, da war ja was. Ja, in aller Schnelle bedient ihr euch am Frühstücksbuffet, was schon noch nicht ganz fertig aufgebaut ist. Es gibt eine Hülle und Fülle an Auswahlmöglichkeiten, verschiedene Brotsorten, verschiedene Saftsorten und alles, was das Herz begehrt. Und da ihr ja mit Frühstück gebucht habt, eure Übernachtung, dann könnt ihr euch das schnell und gütlich tun. Und dann kann Osko quer über den Marktplatz schlendern und dabei sehen, dass die Käfige alle wieder aufgestellt worden sind und alle leer sind. Osko schaut sich um, stehen da noch
Drachengardisten? Es ist langsam, auch hier, auch also am beginnenden Tag sind die ersten Menschen halt auch schon da auf dem Marktplatz unterwegs. Die ersten bauen schon Stände auf wieder. Und da versuchen die zu reparieren, was in der letzten Nacht kaputt gegangen ist. Einige begutachten noch Brandschäden an den Häusern. Und Drachengardisten sind tatsächlich auch noch zu sehen. Dann würde Osko sich einem Drachengardisten nähern, der nahe an diesem steinernen Podest mit den Käfigen steht. Was ist passiert? Sind sie ausgebüxt? Die Barbaren haben sie befreit heute Nacht. Verdammt. Bis auf einen. Bis auf einen? Ja, einen haben wir getötet. Immerhin. Verdammt. Danke euch. Verfluchtes und verlaustes Barbarenpack. Ja, Osko nickt und würde dann sich diesem Heiligtum nähern. Ja, drauf von außen ist dieses Gebäude, wie gesagt, wirklich ziemlich blank. Dieses Tor steht ein Spalt weit geöffnet, sodass man, also es ist ein ziemlich großes Tor, sodass man aber als erwachsene Person da durchgehen kann. Osko würde erst einmal einige Momente vor dem Gebäude warten und schauen, ob da Personen ein- und ausgehen. Ne, jetzt gerade nicht. Das Gebäude sieht auch eigenartig aus. Es ist irgendwie so rundlich. Es ist eher so, als wäre irgendwie so kuppelähnlich. So eine Halbkugel. Nicht ganz, aber fast. Nähert sich Osko dem Tor und klopft einmal ganz leicht an das Tor und dann würde er seinen Kopf da reinstecken. Hallo? Ist hier wer? Mir kommt so ein pflanzlicher Geruch entgegen. Und Osko würde eintreten. Kennt er den Duft? Es riecht ein bisschen nach verschiedenen Blüten. Sommerliche Blumen. Auf jeden Fall sehr interessiert gerade. Probiert noch mit seinem recht geübten Geruchssinn irgendwelche Nuancen daraus zu wahrzunehmen. Und tritt dann auf jeden Fall in das Heiligtum ein und will sich umschauen. Ja, wenn du reintrittst, siehst du, dass die Inneren der die Innenseite der Wände nicht so blank sind wie die Außenseite, sondern über und über überwuchert sind mit Pflanzen. Alle möglichen Arten. Übereinander, untereinander, ein wahres Gewusel an verschiedensten Pflanzenarten. Zwischen den Pflanzen einzelne Steine, die an den Wänden und an der Decke sind, die leicht rot oder grünlich schimmern und dadurch das Ganze erhellen, weil es sonst keine Fenster hier gibt. Osko. In der Mitte ein großer Opferstein. Osko schaut sich erstmal um in die Ecken des Gebäudes, ob hier irgendjemand ist. Wenn es rund ist, gibt es keine Ecken. Also, aber ob irgendjemand da ist gerade. Keiner da. Es gibt auch keine Möglichkeiten, sich großartig hinzusetzen. Außer, also unter dir ist so ein leichter Farn, der da wächst. Hin und wieder gibt es da einen baumstumpfartige Sachen, die aus dem Boden ragen. Da kann man sich hinsetzen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie wie in einem normalen Heiligtum, dass man da irgendwelche Bänke hätte, die eine Art Götterdienst oder sowas einladen. Dann sich immer wieder umschauend, die Hände nach Pflanzen greifen und diese sanft durch die Finger streichend, würde Oskar auf diesen Opferstein zutreten und sich den mal anschauen. Das ist ein mächtiger und wuchtiger Stein mit auch so angedeuteten Ranken und Verzierungen in Pflanzenform. Wenn du es nicht besser wüsstest, irgendwie und dass sie nicht so total deplatziert wäre, könnte man sogar meinen, das wäre so halbwegs Bareine gefällig.
Aber da ihr gestern auch schon gesehen habt, dass hier irgendwie, als das Tor weit offen stand, kannst du jetzt auch nochmal die Furchen sehen, die in diesen Altar eingelassen sind, das so Rinnsale bilden kann. Und da siehst du auf jeden Fall verkrustetes Blut drin. Sind da irgendwelche Zeichen an dem Stein? Merkwürdig. Ja, und Osko wartet noch einige Momente, schaut sich um, ob irgendjemand kommt. Ansonsten würde er dann auch wieder gehen, solange da keine andere Tür ist oder dergleichen. Schaust dich noch ein bisschen um, kannst dann auf der Rückseite des Opfersteins, wenn du da nochmal genauer nachsiehst, ein paar Einkerbungen, was du zuerst so irgendwie für weitere Pflanzen und Ranken Verzierungen gehalten haben, dann fällt dir dann irgendwann auf, dass sie tatsächlich ein Symbol bilden, das dir zuerst überhaupt nichts sagt, aber dann grübelst du ein paar Minuten fast gebannt von diesem Opferstein irgendwie, du stehst davor und grübelst nach und dann kommt dir irgendwie du ziehst dein Büchlein, was du immer bei dir trägst und blätterst da herum. Und irgendwo auf einer ausgeblichenen Seite findest du das Symbol tatsächlich. Bei einer Anrufung eines Pereiner Heiligen zur Erdmutter, zu dem Humus, der Leben bringt. Und dann siehst du auch den Namen eines Götzen. Al-Zunam, der Rankengott. In deinem Büchlein verschrien als archaische Form Pereine anzubeten. Ausgelöscht. Überall durch den wahren Pereine-Kult. Osko macht sich einen kleinen Knick in die Seite, in seinem Buch, sodass er sich schnell wiederfinden kann, schließt dann das Buch und steckt es auch schnell wieder weg, bevor es irgendjemand sehen kann. Schaut sich währenddessen immer mal wieder um und streicht dann einmal über diesen Opferstein, während er dann das Gebäude wieder verlässt. Jetzt wieder nach draußen. Draußen ist dann wieder geschäftigeres Treiben. War nicht heute auch angedacht, dass es diese Lesung gibt oder diese Schulstunde? Findet die hier in der Nähe statt? Wenn du Leute fragst, dann würden die dir tatsächlich sagen, dass das tatsächlich in diesem Gebäude stattfindet, also in diesem Heiligtum. Dann wird Osko warten und sich dieser Prozession dann mal anschließen. Ja, das machen sehr viele von den Städtern, die dann nach und nach eintrudeln. So und sich dann da irgendwie auf dem Boden niederlassen und irgendwelche Papyrus rollen und Kohlestifte zucken. Und dann kommt tatsächlich ein etwas dicklicherer Mann mit einem Haufen Bücher unter dem Arm und Schriftrollen und lässt die so auf den Opferstein plumpsen. Ah, schön, dass ihr alle hier seid. So, wir wollten ja heute noch einmal die neuesten... ich weiß, ihr redet alle von dem Angriff, aber das löschen wir jetzt alles mal aus unseren Köpfen und konzentrieren uns auf das einzig Wichtige, nämlich, dass wir heute noch mal die Buchstaben alle durchgehen. Und dann folgt nochmal eine Schulung im Lesen und Schreiben. Osko ist auf jeden Fall interessiert an allem. Natürlich kann er bereits lesen und schreiben, zumindest einigermaßen. Wird aber tatsächlich mit so einer gewissen, leicht gekünstelten, aber gleich echten Freude dann auch mitmachen und betrachtet dann auch die Menschen um ihn herum. Sind das Kinder oder sind das alle möglichen? Sowohl als auch. Eine bunte Mischung. Ja. Immer mal wieder, wenn er die Gelegenheit dazu hat, würde Osko auch auf die Bücher
die der Mann auf den Stein gelegt hat, achten und auf den Mann selbst und auch herausfinden wollen, wie er heißt. Ja, der heißt, Moment, gucken, wie der heißt. Stellt sich dir vor, wenn du, oder die Leute sagen dir seinen Namen, wenn du nachfragst. Er heißt Gunnbrecht. Gunnbrecht. Das ist der Schreiber von Schwarzbank. Der Schreiber, wovon tun wir das? Von Jardin Schwarzbach, dem Weingutbesitzer. Okay. Ja, Oskar würde dann einfach da mitmachen. Immer mal wieder auf die Bücher achten, die er da auf den Stein gelegt hat. Und sollte sich eine Gelegenheit bieten, würde er auch mal ganz kurz mit ihm sprechen wollen. Ja. Kannst du dann nach der Stunde, ist er offen für Gespräche und dann kannst du ihn gerne ansprechen. Er verzeiht, Gunnbrecht? Das ist mein Name. Mit wem habe ich es zu tun? Hallo, mein Name ist Osko. Zum Gruße, Osko. Was kann ich noch für dich tun? Hast du das nicht verstanden mit den Jahren? Doch, das habe ich schon verstanden. Ich wollte euch nur einmal fragen, weil ich komme nicht von hier. Macht ihr sowas häufiger? In letzter Zeit schon, ja. Die ehrenwerte Bürgermeisterin Dergelstein hat dafür gesorgt, dass sie die normalen Leute hier das Lesen und Schreiben lernen sollen. Für wenn ihr mich fragt, eine sehr gute Sache. Macht ihr das schon? Und naja, versteht mich nicht falsch, aber warum gibt euch so viel Mühe? Ich komme aus Schwarzö, da könnten wir von sowas nur träumen. Nun, die Bürgermeisterin möchte, dass ihre Bürger in der Stadt eine Bildung erfahren. Warum? Das müsst ihr sie selber fragen. Also ich halte natürlich immer was von Bildung. Wenn die einzelnen Bauern hier lesen und schreiben können, dann können sie sich zum Beispiel ihre Berechnungen anstellen und ihre Listen schreiben und Bestellungen aufgeben und so. Und ja, irgendwann wird meine Zunft dann nur noch fürs Lehren. Das ist eigentlich gar nicht so gut, oder? Ihr tut damit einen guten Zweck. Aber ja, für eure Zukunft könnte es vielleicht etwas problematischer werden. Aber es ist trotzdem sehr interessant, das zu hören. Mein Herr ist da viel zu faul für, um das alles zu lernen. Beziehungsweise alles selber zu schreiben. Ja, ihr Herr? Herr Schwarzbach. Ah, ich hörte seinen Namen schon. Außerdem muss hier jemand auch noch irgendwie die offiziellen Dokumente ausstellen in Schönschrift. Das kann nur ich. Das klingt schon sehr praktisch, auf jeden Fall. Na gut, dann vielen Dank für eure Zeit. Ich möchte Sie nicht weiter stören. Na gut, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Und ihr seid neu in der Stadt? Ganz genau, ja. Dann wollt ihr bestimmt auch hier beim... in der Knochenstube bei der Brauerei und Winzerei arbeiten. Die suchen immer Leute. Genau, ja. Dann frohes Schaffen. Vielen Dank. Ja, und Oskar verneigt sich ein bisschen und dann geht er dann auch wieder. Dann er murmelt noch so in seinen Bart irgendwo hin. Höhenschrift sollte ich den wirklich nicht beibringen. Und und Oskar macht sich dann auf die Suche zu den anderen. Falls er auf die Schnelle niemanden findet, würde er sich dann kurz in sein Zimmer verziehen und dann in sein Buch schwelgen. Ja. Schwelgt Oskar im Buch. Du wirst dann wahrscheinlich den anderen erzählen, was du in Erfahrung gebracht hast. Genau. Es ist
merkwürdig. Es gibt keine Anzeichen danach, dass die dunkle Mutter hier verehrt wird. Es ist mehr ein alter, wie nennt man das? Sie beten eine Art Götzen an, aber kein Dämon oder dergleichen. Es ist hier. Ich habe diese Seite für total unwichtig gehalten, weil das klingt für mich so weit weg von allem, was mein Meister mir gelehrt hat. Aber hier steht es. Es ist eine Art eine Art und Weise, wie Wilde herein angerufen haben. Ich war etwas sprachlos, muss ich sagen. Und gleichzeitig war ich bei dieser Unterrichtsstunde, dieser Gutbrecht, wie auch immer heißen mag, der wohl auch der Schreiber für diesen Weingutbesitzer ist, der hat von der Bürgermeisterin den Auftrag bekommen, die Leute hier zu lehren, zu schreiben und sich zu bilden. Ich lebe jetzt schon einige Jahre hier im Osten. Das habe ich noch nie erlebt. Und es kostet nichts, es ist frei. Jeder kann da hingehen. Aber dieser Nicht-Dämon, das ist schon so, dass ich das richtig verstanden habe, dass der immer noch Blutopfer fordert, richtig? Der fordert Blutopfer, ja. Wie gesagt, es ist eine archaische Art, reine zu huldigen, etwas, was halt nicht mehr existiert. Aber es wirkt ja, also muss es ja irgendwie, irgendwas muss die Gebete erhöhen. Das, ja. Und wir sind uns ja beide hoffentlich einig, dass es nicht Pareiner ist. Natürlich nicht. Wie gesagt, es gilt dann, also nach meinem Wissensstand und auch das, was hier im Buch steht, und ich vertraue diesem Buch wirklich sehr, ist dieser Kult eigentlich für ausgemerzt erklärt worden. Also dann beten diese Leute vielleicht diese archaische Form Pareines an, aber was sie erhört, das kann sehr wohl ein Dämon sein. Das sah mir jetzt nicht direkt dämonisch aus, diese Kreaturen, das aus der Erde kam. Dann müssten wir, okay, Astanio kennt sich auch mit Dämonologie nicht aus, aber... Was ich nur aufgeschnappt habe, das ist schon lange her und ich weiß darüber nichts, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Herr Rainer wird ihre Wunder ja wohl nicht wegen einem Blutopfer entfalten. Oder ist es das, was du sagst? Nein, das ist nicht das Werk von Pereine. Aber es gibt noch andere. Von wem dann? Das weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich habe keine Ahnung von archaischer Naturwunderkunde oder dergleichen. Die einzigen archaischen Individuen, die Jandrik kennt, sind die Barbaren. Vielleicht wissen die was. Wer? Die Trollzacker. Die Trollzacker? Du sagst, es geht um irgendeine archaische Form der Anbetung. Vielleicht wissen die was. Gut möglich. Ich meine, ich habe genauso wenig Ahnung von Trollzackern wie von diesem archaischen Götzen, aber der Schluss liegt auf jeden Fall nahe, da hast du recht. Ich wollte sowieso zu ihnen. Ja. Vielleicht kannst du es ja mal anklingen lassen. Vielleicht wissen die mehr darüber. Ja. Aber ich weiß nicht, nach einem Plan. Ob ich das noch heute machen soll oder ob wir erst Astanios Treffen abwarten. Ich muss sie auch erstmal finden. Das kann zu lang dauern. Ich glaube auch. Das sollten wir vielleicht morgen angehen. Ja. Was ist mit euch? Konntet ihr noch irgendwas anderes rausfinden? Mora? Jetzt ist die Frage an den Spielleiter. Wie viel Zeit war dazwischen? Hätten wir was rausfinden können? Osko war ja die ganze Schreib- und Lehrstunde da. Das wird bestimmt bis zum Mittag gedauert haben. Mhm. Also den gesamten Vormittag. Ja, also Mora hätte dann versucht, in der Zwischenzeit so ein bisschen Dorfgeschwätz aufzuschnappen. Das dafür reicht es ja einfach, sich in der Taverne aufzuhalten. Vielleicht, wenn sich der da der ein oder andere... Slavian ist natürlich wieder da und erzählt. Genau.
Und vielleicht auch, und wenn da nicht so viele Leute sind, kann man ja sich an den Aufräumarbeiten beteiligen und da vielleicht die Gardisten so ein bisschen belauschen oder andere Büttel. Ja, Ob die irgendwie Schwarzbach oder wen anderes erwähnt haben. das Dorfgespräch ist natürlich der Barbarenangriff, dass ja einige Häuser in Brand gesteckt wurden, aber sonst eigentlich relativ wenig passiert sind. Einige Büttel sind umgekommen beim Angriff und einige Männer, die sich den Barbaren entgegengestellt haben. Ansonsten sind alle Barbaren entkommen wohl, außer einem, der in seinem Käfig mit einem Speer erstochen wurde. Und die Leute verfluchen halt diese Barbaren, irgendwie diese Kinderstehlenden und kinderfressenden. Ja, Mora hätte dann auf jeden Fall mal so gefragt, und wer wird sich jetzt darum kümmern, dass das Ja, nicht wieder die passiert? Leute sind sich einig, dass die Bürgermeisterin doch nach mehr Drachengardisten schicken soll, dass die Soldaten auch mal die Hügel und die Berge durchkämmen und dann diesen Stamm mal ausreuten, dass der nicht ständig hier irgendwie Terror schiebt. Ja. Ja, okay. Dergelstein. Und einige Bauern meinen dann auch irgendwie, die soll ruhig mal Druck machen und weniger auch wenn es den Wohlstand der Stadt gefährdet, weniger Essensvorräte nach Altzoll bringen und so. Damit die dann Verrückt. merken, dass die Stadt hier wichtig ist. Wer verlangte die ganzen Lieferungen nach Altzoll? Der Nekromantenrat. Der ist ja ansässig in Altzoll. Na gut. Mit seinem Vorsitzenden Lucardus von Kemet. Ja. Nee, dann würde sich auch Mora irgendwann wieder zu den anderen begeben. Und einfach nur, ja. Wahrscheinlich wird hier bald noch mehr Drachengardisten auflaufen. Jedenfalls hoffen, dass unsere gute Bürgermeisterin Dergelstein da wachsamer ist. Aber Das wann wäre und wo jetzt. das passieren wird oder ob wir sie mal treffen werden. Ja, weil das sie noch mehr Drachengardisten schickt, war ja förmlich zu erwarten. Ja, auf jeden Fall. Aber Die Frage. es wäre ein Problem für uns, wenn noch mehr von denen hier sind. Wenn möglich, sollten wir das irgendwie vermeiden. Und der Vorteil ist, dass Altwind, je nachdem von wo sie kommen, dass er doch vielleicht schneller hier sein kann. Also dass die andere Seite doch jedoch schneller hier sein könnte. Möglich. Wissen wir aber nicht. Ich glaube, für unser Vorgehen könnte es erstmal ein Nachteil sein, wenn noch Auf mehr jeden von denen Fall. hier sind. Auf jeden Fall. Mit denen ist nicht gut, Kirschner ist. Auf gar Die keinen Fall. Frage ist, ob wir das überhaupt noch verhindern können. Schwierig, nein. Wobei ich muss sagen, diese Bürgermeisterin hat mein Interesse geweckt. Einerseits, naja, setzt sie sich schon für das Wohl der allgemeinen Bevölkerung ein. Ich habe das selten mitbekommen, dass eine Bürgermeisterin oder generell ein Bürgermeister irgendwo sich so sehr für die Bildung von Bauern oder so einsetzt. Und andererseits veranstaltet sie Blutopfer. Nur um das nochmal betont zu haben hier. Natürlich. Trotzdem finde ich das interessant. Sie wirkt zumindest nicht wie die klassische Blutmagierin. Vielleicht sieht sie das auch nur als nötiges Übel, wenn man sich vielleicht überzeugen kann mit Vernunft von diesen archaischen Opferungssachen abzulassen. Vielleicht ist sie ja verständiger. Womöglich hat sie Oder? steht. Diese Guttuerei ist eine Fassade, die etwas viel Fürchterliches und Abartigeres verdecken soll. Auch möglich. Immerhin verschwinden hier Kinder. Dem geht es immer noch einen Grund zu Richtig. geben. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, Das stimmt. darüber was in die Erfahrung zu bringen. Wenn wir diese Fassade durchschauen, wissen wir auch schon, wo das Problem hier liegt in der Stadt. Während ihr redet, hat sich Astanio in seinem Bett ausgeschlafen, blinzelt, während er wieder erwacht
und sich unglaublich kraftvoll fühlt, als er erwacht. Astanio schaut verwirrt in die Gruppe. Astanio schnellt nach oben und ihr schaut ihn an und seht, dass seine blauen Flecken verheilt sind. Alles gut, was ist damit dir passiert? Du hast du dich? Mir deutlich auf das Auge, dein Auge ist geheilt. Was? Hast du was von meiner Salbe genommen? Ich habe ihm ein bisschen Salbe drauf getan, aber die wirkt ja nicht so schnell. Sanjo wirkt ziemlich verwirrt und geistig noch ein bisschen abwesend. Aber auf jeden Fall merkst du, wie frische Energie durch deine Adern fließt. Du kannst sie quasi fühlen, auch die astrale Kräfte, die fast schon wie ein Knistern zwischen den Fingern fabrizieren. Astanio tastet panisch sein Hemd ab, seine Jacke ab und holt das Monokel raus und setzt sich das panisch auf, ist ein bisschen faserig mit den Händen währenddessen und schaut da durch. Astanio, sprich mit uns, was machst du da? Die astralen Kräfte, die sich Astanio durch das Monokel offenbaren, sind mannigfaltig hier in diesem Zimmer. Eigentlich unter euch, ihr müsst mitten, also die Stadt muss auch mitten auf der Kraftlinie liegen. Hendrik ist ein bisschen näher getreten. So kannst du was ist los, Astanio? Astanio schaut euch alle mit großen Augen an. Ja, was ist los? Das sieht nicht gut aus. Es sieht zu gut aus. Hallo, red mit uns. Sprich, Astanio, sonst zwingen wir dich. Wortlos, immer noch komplett außer sich, reicht dir Jandrik das Monokel. Er steht mittlerweile neben ihm und nimmt es wortlos und schaut hindurch. Dann offenbaren sich Jandrik auch die astralen Kräfte und er ist ja nicht so geschult darin, wie Astanio sie zu deuten und wahrzunehmen, aber du siehst das magische Geflecht, das die wahre Welt durchzieht und hier in schillernden Farben und in Mächtigkeit und Kraft pulsiert. Überall um euch herum. Die Pflanze auf dem Nachttisch. Der Schrank an sich, der ganze Boden blüht und leuchtet. Wenn du nach draußen schaust, auch die ganze Luft zirrt und flirrt voll Kraft. Astanio, was sehe ich da? Was bedeutet das? Erinnert ihr euch an die Kraftlinien, die uns dieser wandelnde Baum da von denen uns der als dann stottert herum? Ja. Wir stehen drauf. Okay. Und? Deswegen heilen deine blauen Flecken? Und Astanio schaut verwirrt rein. Es dürfte eigentlich nicht, aber... Ich schau mal Osko an. Hatte der auch blaue Flecken? Ja. Hat er die noch? Also was auch immer mit dir passiert, es hat nicht nur mit dieser Kraftlinie zu tun. Dann habe ich unbewusst die Kraftlinie ange... Astanio stürzt förmlich zu dem Buch mit den Kraftlinien. Du blätterst mit ganz schnellen Bewegungen zwischen den Seiten umher und findest den Paragraph, den du suchst. Und tatsächlich gibt es Thesen, also die Kraftlinien sind ja noch nicht völlig auserforscht, aber es gibt Thesen, die darauf hindeuten, dass magisch begabte Kreaturen die Kraft aus den Kraftlinien herausziehen können und für sich nutzen können. Und dass es magischen begabten Personen viel einfacher fällt, auf Kraftlinien oder auf Kraftknotenpunkten erst recht magische Kräfte zu wirken und zu bündeln. Und das ist tatsächlich bei
einigen ungeschulten Magiern, zum Beispiel Magiedilettanten oder Scharlatanen oder sowas, auch mal zu drastischen, ungewollten Ausbrüchen von Magie führen kann. Astanio hätte diese Zeilen laut vorgelesen, während er das liest. Hm. Heißt das jetzt, du bist... Astanio klatscht das Buch hörbar zu. Das heißt, ich bin voll. Das heißt, du kannst meine Schulter heilen. Was das vor allem heißt, wenn ich richtig verstehe, dass es nichts unbedingt mit diesem Dämon zu tun haben muss, ja? Nein. Absolut. Das kann dir auch drüben passieren. Gut. Das ist beruhigend. Aber auch... Es gibt in dem Buch auch einen Absatz, der davon ausgeht, dass alle großen Magierakademien auf einer Kraftlinie erbaut sind. Intuitiv. Können wir das für uns nutzen? Nun, ihr wollt einen Feuerball? Ihr kriegt einen Feuerball. Nein, niemand will einen Feuerball. Nein. Warum denkst du schon wieder nur an Feuerball? Astanio rollt genervt mit den Augen. Ihr wisst, wie es mir ging nach dem Feuerball. Ja. Das hier ist so, als würde ich... Astanio schnippt mit den Händen um die kleine Flamme, die er manchmal macht, um Feuer zu machen. Und schon steht die Hand in Flammen. Ich glaube... Ein Feuer. Du hast Astanio, es kein Feuer. Können wir uns darüber einigen, dass wir in diesem geschlossenen Raum keine Experimente mit dieser was auch immer es ist, machen? Magie? Könntet ihr aufhören zu diskutieren und einen Eimer Wasser holen? Und das Tali schüttelt so mit der Hand, weil er das und Feuer nicht. Und Mora nimmt den Krug und schüttet den quasi halb auf Astanio, halb auf die Hand. Die magische Flamme brennt weiter und wenn Astanio sich dann konzentriert, kann er sie so verschwinden lassen. Und Astanio krallt die Hand zusammen, atmet einmal tief durch und setzt sich erst mal wieder auf den Hosenboden. Das muss ich aufschreiben. Und du merkst innerlich, du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du Magie gewirkt hast, dass es irgendwie einen Teil deiner Kraft nimmt. Jetzt gar nicht. Du fühlst dich immer noch an astralen Kräften durchflutet bis zum geht nicht mehr. Und das, alles, was du jetzt magisch vollbringen wollen würdest, würde dir auf das Leichteste gelingen. Und Astanio, ja, ihr habt, glaube ich, Astanio noch nie so herumflitzen sehen. Rennt zu seinem Rucksack, rennt dann wieder an den Sekretär, holt ein Stück Kohle daraus, rennt dann nochmal zum Rucksack, holt sein Messer raus und spitzt ganz schnell die Kohle an, schreibt etwas mit Teufelsgeschwindigkeit in sein Buch. Liest noch einmal alles durch, blättert wieder durch das Buch durch und das geht dann ungefähr 5 Minuten so, lang so. Mit dem Eindruck dieses Derwischs, der da durch das Zimmer flügt und den erstaunten Erblicken der anderen, verlassen wir die Rabenmark dann mal. Heute. Ah! Ich bin schon wieder sehr überzogen. Ja. Oh. Yippie-yay. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Mana-Batterie gewonnen. Ja. Ist es der verrückte Magier auch noch vollgeladen? Klasse. Ein Duracell-Häschen! So ein Feuerball, Junge. Einen? Unzählige Feuerbälle. Jandre kriegt zu viel. Hat was mit dem Mond zu tun? Ist jetzt komplett aufgeladen? Ach du Scheiße. Das war auch gerade der Gedanke von Mora. Bist du der Einzige, der in diese Energiequelle nuckelt, oder? Wahrscheinlich Nein. Jeder, der magiebegabt ist. Mhm. Der kann ja dran nuckeln. Und eben auch dann dieses Schwierigwesen. Entitäten. Das ist ein ziemlich heißes Pflaster, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir gerade sind. Mhm. Das ist auf so vielen Ebenen schwierig. Wollt ihr mal Feuer?
Du musst es einfach besser kontrollieren. Sonst ist das Sinn nachher, also hast du eine Gesichtsenthaarung inklusive im krossen Teint. Ist halt, wenn du nicht danach nicht gewöhnt bist, das komplett immer unter Kontrolle zu halten und dann die magische Energie so durch dich durchflutet, dann kommt das halt automatisch. Und ja. Wenn dir irgendwie im Schlaf was wehtut, dann ganz instinktiv, ne? Also so habe ich mir das jetzt vorgestellt, wie Astan. Das ist mir auch so instinktiv, der Balsam in seiner Wunde, der Körper sich dann selber halt. Genau, einfach weil er es auch kann, weil die Energie einfach durch ihn durchflutet. Ja. Ein strategisch wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Also einen gut aufgeladenen Magier zu haben, ist immer gut. Blöd nur, dass er einen Dämonen mal besitzt. Ja, wie gesagt, set the man on fire. Das ist einfach... Ja. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder mit euch irgendwie. Ja. Ja. Sehr, sehr lustige, auch wenn Osko sehr lange geschlafen hat. Aber ich habe ihn mit der imaginären Popcorn-Tüte sitzen sehen. Im Ganzen. Hm. Ja. Und dann, wo er was sagen durfte, dann habt ihr noch geflüstert, ihr Deppen. Gemeine. Er wird schon mitbekommen haben. Er wird es schon mitbekommen haben, denke ich. Ich sag mal spätestens bei Janneks Zusammenfassung auf jeden Fall, weil ich hellhörig. Ich habe extra laut gesprochen. Hm. Ja. Dämon, also, was? Wenn alles gut geht, dann werden wir in 2 Wochen weiterspielen. Wahrscheinlich dann wieder nicht in voller Besetzung. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ich kann tatsächlich jetzt doch. Kannst doch? Okay. Mhm. Dann schauen wir mal. Weil mein Urlaub ins Wasser fällt. Was nicht so schön ist, aber dafür. Oh. Aber ich bin im Urlaub. Dann haben wir keine Elena dabei. Eine Amazone weniger. Also passt auf, wen ihr anpöbelt. Wir haben keine Amazone, die uns raushaut. Ja. Was macht das denn jetzt ohne seine Geliebte? Tja, ich hätte ja gesagt, Elena kommt mit, aber Elena geht wahrscheinlich irgendwo sich abreagieren und während die da während ihr euch mit Alvenis trefft. Ich bin gespannt, was ihr mit der Stadt noch anstellt. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten von alles in Schutt und Asche legen jetzt. Oh ja! Das ist also strategisch so wichtiger Punkt. Ja. Da müssen wir ein bisschen Politik machen. Ja, also es gibt ja mehrere Sachen. Irgendwie die Barbaren noch mit einzupflegen oder so. Absolut, ja. Die Barbaren holen und dann alles in Schutt und Asche legen. Mit den Barbaren. Vielleicht auch mit den Barbaren irgendwas geben, damit sie das Dorf in Ruhe lassen und dadurch die Städter wieder auf eure Seite bringen. Und dann die Drachengardisten überflüssig zu machen, so dass das, ne? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, hier irgendwie zu agieren. Aber mal gucken. Und natürlich das Gespräch mit eurem besten Freund Suleiman Alvenisch. Na, wundervoll. Das ist gar nicht so unpassend, dass Elena da nicht da ist. Das sag ich ja, sie verzieht sich. Na, jetzt spricht er mit mir. Sie hat, glaube ich, ziemlich deutlich die Meinung, man dazu gesagt. Naja, immerhin ist das der ihre Königin getötet hat. Und ihre beste Freundin, ihre beste Mentorin. Freund. Ja, genau, Mentorin und beste Freundin, ja. Mhm. Gamora kennt ihn eigentlich ja auch nur aus den Gruselgeschichten. Sonst ja nicht. Tatsächlich, ja. Jandrik ist ja ziemlich. Na gut, der hat mir halt ein Pferd geschenkt, wahrscheinlich. Ja, und irgendwas geht da ab. Aber ja, es ist nicht in unserer Kontrolle, also warten wir mal ab und schauen. Ja, und Osko kann wahrscheinlich am allerwenigsten anfangen damit. Mal gucken. Ja, und dann schauen wir auch mal irgendwie in 2 Wochen dann, ob wir dann, wie ihr euch entscheidet und wie ihr weitermacht. Vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank für den Raid und auch jeden Fall für die Subscription. Vielen, vielen Dank dafür. Weiß gar nicht mehr, von wem war der Raid nochmal? Muss ich gerade mal nachgucken. BSK-Vertonung. Genau, BSK-Vertonung. Und der oder die wurde vorher ja auch schon mal geradet. Das heißt, wir haben einen weitergegebenen Raid gehabt. Genau. Und Isoband hat seinen Amazon Prime Sub hier gelassen. Vielen, vielen Dank.
Erfreuen Sie sich an den lustigen Koala-Emojis. Ja, dann würde ich sagen, kommt noch gut in die Nacht oder in den Tag, je nachdem, wann ihr das später auch schaut. Wenn ihr das auf YouTube schaut, wären wir voll cool damit, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder einen Daumen oder irgendwelche anderen Interaktionen. Und wenn ihr das alles cool findet, was wir machen, dann teilt uns doch mit euren Freunden und Verwandten und anderen Leuten random, die ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln trefft oder so. Und ja, dann haben wir ein bisschen mehr Klickzahlen. Auf kommt's ja an. Spread the word. Ja. Und dann schauen wir mal, ob ich euch irgendwohin weiterschicken kann. Habt irgendjemand einen Vorschlag? Ich hätte einen Vorschlag, aber der hat nichts mit Pen and Paper zu tun. Schau zuerst mal natürlich immer irgendwas mit Pen and Paper-mäßiges haben. Was es noch irgendwie gibt. Wir haben Tabletop RPG. Na, wer ist denn da gerade? Guck mal, drei Deutsche unterwegs hier noch. Da ist noch jemand, den kenne ich noch gar nicht. Was wollen die denn hier? Wir sollen unsere Hauptkampagne irgendwas mit Hauptkampagne. Nehmt ihr Dalollinger? Da schicke ich euch jetzt hin. Den kenne ich selber noch nicht. Lasst schöne Grüße da und benehmt euch und so. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Macht's gut. Tschüdelüdel. Tschüss. So. Und jetzt aber tschüss. Aufnahme stopp. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.